2, 3, ja gut, okay, jetzt kommen die Twitch-Chat-Trolls. Nur gut, Pick und Ball, meine lieben Freunde, hat begonnen. FlyQuest Team Envy heißt hier das erste Best of 3. Oben sieht man auch nochmal schön die Stats, die ich euch gerade nochmal präsentiert habe. Habe ich mich doch nicht geirrt, ein Glück. 6-4, FlyQuest bisher unterwegs. Der erste Teil ist zwar für sie deutlich besser, im zweiten haben sie halt ein bisschen geschwächelt. Und Team Envy mit 2-8 doch sehr negativ bisher aufgefallen. Aber zwei Games haben sie manchmal schon geholt. Und ich glaube, haben die sogar einmal gegen TSM gewonnen? Oh, da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher, aber irgendein Team, das halt weiter oben platziert war, hatten sie auf jeden Fall einmal zerrissen. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Auf jeden Fall der Graves kriegt in der aktuellen Meta eine sehr, sehr hohe Priorisierung. FlyQuest, die haben sich ja sofort für entschieden, ihn hier als First Pick zu nehmen für Moon. Würde also diesmal keine Evelynn werden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, hat bisher das ein oder andere Mal Evelynn gespielt, als einziger bisher in der LCS. Und das war immer ziemlich guter Erfolg. Also die Games, die waren da auf jeden Fall sehr, sehr gut von ihm. Er war jedes Mal gut gefeedet. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der halt viel Risiko mitbringt, weil eine Evelynn halt schon gefeedet sein muss. Graves ist da in der aktuellen Meta die deutlich sichere Variante. Auf der anderen Seite haben wir halt einen K dagegen, was auch vollkommen okay ist. Und einen Malzahar, den wir gestern andauernd gebannt gesehen haben. In NA auch momentan wirklich so, dass ein Chen sehr, sehr oft gebannt oder gepickt wird. Also wir haben nahezu 100% Pick-Bann-Rate. Währenddessen wir in Korea zum Beispiel Chen nicht gebannt sehen und ganz selten mal so sehen. Und in EU sehen wir öfter mal einen Chen, auch nicht ganz so oft, aber da hat er eine übel schlechte Winrate. Also da geht das Ganze wirklich ins Negative rein. Vor zwei oder drei Tagen war es sogar 0%, also da weiß man schon Bescheid. Chen hier auf jeden Fall in NA sehr hoch priorisiert. Hi, jetzt wieder auf Zed unterwegs, hat er schon ein paar Mal gespielt in dieses Bild. Und ich habe ihn ja vorher schon gelobt, was seine Zed-Künste anging, dieses Bild. Und das war halt wirklich echt, echt gut, was er bisher gezeigt hat. Hat sich hier dafür entschieden, einen Midlaner also in der ersten Rotation zu nehmen, was denke ich ganz okay ist. Zed hätte jetzt keinen direkten Hard-Counter. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Support-Buns kommen von Team Envy, weil der Support bei FlyQuest halt noch fehlt. Und auf der anderen Seite werden dementsprechend halt die Midlane-Buns wahrscheinlich kommen. Wobei, jetzt bin ich gerade am überlegen, was halt in aktuellen Meta echt gut gegen Zed wäre. Und es gibt halt keinen richtigen Champion, der ihm halt komplett den Chaos machen könnte auf der Lane. So eine Kasse könnte, glaube ich, unangenehm sein. Aber hier geht man jetzt doch in Richtung AD Carry vor. Meine Alldeck hat die Erfahrung. Und hat auch einen relativ großen Champion-Pool. Und Renekton rutscht auch wieder ganz schön weit in die Meta mit rein. Also Renekton haben wir jetzt sehr verbreitet gesehen. Man hat ihn in, ich weiß gar nicht, in der LCK, glaube ich, wurde ja noch nicht gesichtet, dazu habe ich zu wenig LCK in letzter Zeit gesehen. Ich weiß, dass er in der LCK Challenger Series, also in der koreanischen Challenger Series, wurde er schon gespielt. Und er wurde in EU-LCS jetzt auch schon gespielt, beziehungsweise NA ja sowieso. Also Renekton auf jeden Fall pickt, der hier so ein kleines Comeback bekommt. Ich kann mich noch an gute alte Zeiten erinnern, als man sehr viel Renekton und Irelia auf der Top-Bank gespielt hat. Das war ja immer früher dieses Standard-Matchup. Ziemlich cool. Renekton hat einfach den Nachteil, dass er zwar von Lane sehr stark ist, aber nicht so gut skillt. Alles klar! Mordekaiser AD Carry! So lang steht mal wieder senkrecht im Bett und denkt sich, hey, ich hab's vorgemacht. Habe ich doch neulich im Boostcamp gespielt, hat super funktioniert. Und Alltech sagt sich, yo, Champion Pool ist groß, hat der Caster gerade gesagt. Spielen wir mal runter um Mordekaiser AD Carry. Das ist das erste Mal, glaube ich, sogar Mordekaiser AD Carry in dieses Bild, wenn ich mich nicht ganz irre. War ja zu den letzten Worlds, vorletzten Worlds, Entschuldigung. Ziemlich stark in der Meta mit drin, aber auch nur, weil du halt wirklich diese Bruiser-Updates hattest. Die Giants Juggernaut-Update, nannte sich das Ganze ja damals. Mordekaiser halt insane viel EP bekommen hat. Also das ist ein Pick, der auf jeden Fall bis dato komplett aus der Meta verschwunden schien. Und da sagt man sich, jo, wir beleben den einfach mal wieder. Double Exhaust auf der Botlane. Und du hast einen Talon in der Midlane gegen Zed gestellt, das heißt auch die Midlane wird sehr interessant werden. Wow! Also das ist wirklich, FlyQuest ist halt einfach Team Cheese. Das hat halt Hai nicht einfach so gerade gesagt vorher im Interview. Wenn er halt sagt, ja, egal ob Champions funktionieren oder nicht funktionieren in Scrims, wir probieren die trotzdem nochmal on Stage aus, um zu gucken, ob die halt auch wirklich unter realistischen Bedingungen funktionieren. Weil Scrims ist natürlich immer noch ein bisschen ein anderes Pflaster. Aber Talon Zed Midlane Matchup im Competitive ist schon mal übel geil, also übel geil anzuschauen. So, und dann auch ein Mordekaiser Botlane Matchup. Ja, GG. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut kombiniert mit dem Nautilus. Wenn der Nautilus einen Anker trifft, kannst du halt die Kombination, die Rotation, gerade auch von diesen drei Qs von Mordekaiser, ziemlich gut durchbekommen, weil Nautilus halt immens viel CC mitbringt. Die Frage ist halt bloß, wie gut kannst du die Lane Pressure aufrechterhalten? Und ich glaube, auch da ist Mordekaiser halt ein kein schlechter Champion. Mit dem E, mit dem W, der auch mit dabei Sustain mitbringt, plus Nautilus, sollte man auch in der Lage sein, die Lane reinzupushen. Also da bin ich echt gespannt.
das Matchup auf jeden Fall eins, wie wir es noch nicht hatten. Alles klar, auf geht's. Es ist kein Double Hex Source. Man hat sich jetzt für die wirklich Hardcore-Böller-Variante entschieden. Es ist einfach Ignite Exhaust auf der Botlane. Also hier hat man sich dafür entschieden, noch das Exhaust von Lamination zu wechseln und dafür nochmal einmal das Anzünden mit, was Entzünden. Was aber auch eine gute Variante ist, du hast jetzt zweimal das Ignite mit dabei, was halt gegen K natürlich eine Rolle spielt. Es spielt gegen Renekton eine Rolle und es ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt, um dort die Kill zu sichern, also für ein Zed. Sowieso kein schlechter Spell. Auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, auch ein Double Exhaust wäre gar nicht so verkehrt gewesen, an Betracht der Tatsache, dass die Gegner halt zwei Assassins haben. Eben drum mit dem Talon, mit dem K.A. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir Competitive LCS-mäßig bisher einen Talon gesehen haben. Er ist halt vom Kit her, wurde er geremaked von nicht allzu langer Zeit, ein echt starker Champion. Das Problem ist bloß, wenn er nicht an Kills kommt, nimmt sein Potenzial zum Late Game immer ziemlich ab. Und man darf auch nicht vergessen, dass Alltag auch kein AD-Carry in der herkömmlichen Form ist, wo du halt als Assassin sagst, hey, ich spring rauf und One-Shot den, sondern so ein Mordekaiser, der hält schon gut was aus. Der kippt halt nicht so einfach um. Und das sehe ich halt so ein bisschen als Problematik, auch bei zwei Assassins im Game. Alle anderen sind halt auch in der Lage, abgesehen von dem Zed, noch ein bisschen Rüstung mit ins Bild zu integrieren. Graves kann halt einen Deadman's Plate bauen und du bist sehr, sehr AD-lastig auf Seiten von Envy, ohne Frage. Rumble wird halt sein Stundenglas bauen, also auch er wird hier gewisse Form von Rüstung haben. Mit Nautilus brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt sogar der Invade hier. Schlacht ums Raptoren-Camp. Ja, Bolt gibt einen Schaden drauf. Aber das Camp geht ja in Lyra. Kriegt aber nicht ganz in Level 2. Also hier hat man das Ganze trotzdem teilen müssen. Also man hat viele von den Kleinen verloren. Und währenddessen haben halt, alles klar, Mordekaiser und Nautilus halt von den eigenen Raptoren die Kleinen alle genommen. Das ist erfahrungsmäßig vielleicht gar kein schlechter Deal. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt auf der Botlane rechnet. Die Frage ist, wie viele haben sie auf der Lane verloren? Es könnte sein, dass sie dafür 2-3 CS abgegeben haben. Aber die kleinen Raptoren waren es wahrscheinlich trotzdem worth. Mordekaiser ja immer noch passiv so. Oh, sie haben gar keinen verloren. Wenn man von Envy Seite aus reingepusht hat. Das ist natürlich ein Vorteil. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit den Erfahrungswerten ist. Ob die jetzt mit der ersten Wave schon Level 2 bekommen. Oder erst mit der zweiten. Aber sie werden auf jeden Fall das frühere Level 2 haben. Jetzt kommen halt gerade bloß überhaupt null an die Farm ran. Ne? Alltag hat einen Weg gestartet. Das hat man hier gerade gesehen. Dafür kann er sich halt ein bisschen besser hochheilen. Mit dem Matchup ist natürlich auch sehr interessant. Hier sieht man die Mechanik, die du bei Talon halt ausnutzen möchtest. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er halt ein bisschen geremaked wurde. Was heißt ein bisschen komplett? Mit der Passive ist er in der Lage, also mit der Passiven von seinem Aces, glaube ich, ist er in der Lage, über Wände zu springen. Er hat darauf aber einen gewissen Cooldown. Das heißt, wenn du einmal über diese Wand gesprungen bist, dann kannst du in näherer Zukunft dort nicht noch einmal rüberspringen. Aber dieses Areal ist dort auch teilweise ziemlich merkwürdig aufgeteilt. Also auch dieses Drake Pit zum Beispiel, dass so eine große zusammenhängende Wand auch mal als zwei Wände quasi dort erscheinen können. Das ist dann wirklich ganz interessant. Und Talon hat halt auch eine neue Passive bekommen, die halt einen Dot auf den Gegner verursacht. Sobald du halt drei Treffer gelandet hast, ist es halt wirklich insane viel Schaden. Und das ist halt auch das Ziel, wie du als Talon traden möchtest in der Lane. Du willst halt deinen B treffen, am besten mit beiden Instanzen, hast dann mit zwei Dots auf den Gegner. Und am besten, oh, sneaky gemacht von Lyra, der holt sich einen Rap-Buff und jetzt kommt Ninja mit dazu. Ah, ist aber gefährlich für ihn, er kommt hier nicht so einen Kill rein. Wow, das ist jetzt, man merkt halt, die Pick und Bann mal sehr unkontrolliert. Wir sehen jetzt übrigens aus Talons Sicht hier, welche Wände er schon benutzt hat. Oh, das ist gar nicht Talons Sicht. Ah, wir sehen immer einen Spectator quasi, welche Wände er benutzt hat. Also das Areal, was jetzt rot markiert ist, kann er jetzt nicht wieder nutzen, um nochmal rüber zu springen. Ja, Teleport wurde jetzt hier genutzt von Balls, verliert dafür ein bisschen was auf der Top-Lane. So, aber um zurück auf Talon zu kommen, du willst halt immer den W treffen, beide Instanzen und danach halt einmal mit dem Q noch nach vorne dashen. Der Q mittlerweile kein Auto-Attack mehr, oder kein verstärkter Auto-Attack mehr, sondern beinhaltet auch einen Dash nach vorne, der dem Gegner halt ein bisschen extra Schaden zufügt und der dem Gegner halt auch nochmal so einen Dot zufügt. Und wenn du halt diese drei Marks durchbekommst, dann ist es halt ein richtig, richtig starker Blutungseffekt an der Stelle. Ah, oh, der ärgert sich nicht, aber er ist dran für den Stun. Exhaust ist drauf und Apollo muss sofort flashen. Lamination hier das Ganze eigentlich ziemlich clever gemacht. Egal, ob er den Anker dort trifft oder nicht, er ist auf jeden Fall nah genug dran, um halt seinen Passive-Stun dort drauf zu hauen auf Apollo. Und da muss man halt aufpassen. Shin darf niemals in den Nahkampf gegen den Mordekaiser kommen.
Und wir sehen halt auch, The Lame Pressure ist da mit WE von Mordekaiser plus halt dem Nautilus. Das ist halt wirklich einen ziemlich starken Wave Clear. Level 1, Level 2 war es halt nicht ganz so angenehm, aber die Phase haben sie jetzt halt überbrückt. Und auch wenn sie halt beide nicht so ranged sind, haben sie halt eine gewisse Form von Sustain dabei. Nautilus halt über Schilder, Mordekaiser über sein W. Also es klappt auf jeden Fall. Im rein Midlane-Matchup übrigens, wenn wir darauf noch ein bisschen eingehen, wir haben jetzt so ein bisschen über Talon gesprochen, aber wir haben ja dieses Assassin-Matchup. Glaube ich doch, dass das reine Mon-V-Mon-Matchup ein bisschen besser für Talon sein wird, weil er halt einfach die leichteren Kombos hat. Gerade wenn Zed mal einen Fehler macht, er muss mit dem Shadow wirklich gut arbeiten, wird vor allen Dingen im frühen Spielverlauf Talon wesentlich mehr All-In-Schaden haben. Und du kannst ihm halt auch als Zed nicht so einfach mit dem Shadow juken, weil er halt mit dem Q hinterhergesprungen kommt. Das ist auch noch eine wichtige Mechanik bei Talon. Dass auch wenn du zum Beispiel wegflashst vor dem Q und der gerade in der Animation drin ist, fliegt Talon hinterher. Das ist halt wirklich eine Sache, die durchaus zu einem Genickbruch führen kann. Und du bist da halt sehr, sehr unlucky mit dem Shadow timest. Aber auch hier ist es halt so ein bisschen wieder Intuitionsfrage. Zed hat ja den Vorteil, dass er den Shadow stellen kann, aber nicht sofort die Position tauschen muss mit ihm, sondern dass er ihn halt auch stellen kann, dann wartet er. Und wenn er dann zum Beispiel den Q abwartet, sich danach in Position bringt und halt mit EQ die Combo durchbringt, und das ist wieder der Vorteil von Zed. Danach hat er halt einfach diesen Range-Vorteil über die Spells, dass er halt ihn auch outraden kann. Das Midlane-Matchup ist übel interessant, wird halt wirklich sehr darauf ankommen, wie die jeweiligen Spieler das performen können. Ja, auf der Botlane, Mordekaiser fällt hier ein bisschen zurück, also 20 CS ist auf jeden Fall nicht wenig. Man darf auch nicht vergessen, na, jetzt, bevor jetzt einer kommt und sagt, hey, Targons Schild und so weiter, aber Targons Schild zählt halt für beide vom CS-Wert her. Also auch dieser Standard-Anfang, wie man ihn da früher gesehen hat, dass halt auch Mordekaiser mit dem Targons anfängt. Und nur für mehr Sustain, dass der Support halt auch ein bisschen mehr Gold zur Verfügung hat. Der Schaden ist ja trotzdem da. Mordekaiser war halt einfach damals so strong, weil er da auf einer Duo-Lane Level 6 war, während halt alle anderen Level 4 waren. Und du halt einfach diesen Level-Vorteil ausnutzen konntest. Und das Ganze wurde halt irgendwann genervt. Und genau an dem Punkt ist Mordekaiser aus der Meta verschwunden. Aber wie mir scheint, ist er halt noch nicht ganz raus. Vor allem der Drache wird halt auch ein wichtiger Punkt sein. Wenn du einmal einen guten Gank hast, was muss man jetzt wirklich sagen, das ist auch wichtig, die Priorisierung vom Jungler in Richtung Midlane, in Richtung Botlane, kann halt wirklich dafür sorgen, dass du bei Zeit einen Drachen bekommen kannst. Und Mordekaiser mit dem Drachen holt dir halt im Early auch relativ schnell einen Free Turret. Das ist halt auch noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In der Drache, bei Mordekaiser funktioniert ja die Ultimate mit der Passiven mittlerweile so, dass du halt diesen Drachengeist bekommst, der halt insane stark ist. Lamination-Kritik wird dann mitgedrückt. Und Apollo ist Level 6. Er muss hier Flash und lässt Alltag zurück. Ja, danke, sagt sich der Arnie Gary, der Flash das weg. Und dafür muss er trotzdem noch sterben. Ja, nanu! Was ist denn da los? Anstatt dass man einen Kill nur abgibt, sterben beide. Wow! Also, das war auf jeden Fall mal Teamplay, wie es nicht im Bilderbuch steht. Da hat halt jeder ein bisschen sehr egoistisch gehandelt. Oh, Hai könnte eventuell für sein Ultimate gehen. Oh, der Q ist raus bei Ninja. Macht er auch, geht rein. Trifft ihn aber nicht, weil er unsichtbar ist. Setzt sich zurück. Und da reicht der Ultimate-Schaden aber nicht. Allerdings, Moon ist jetzt noch auf dem Weg. Oh Gott, der Schaden gegen Hai. Und er stirbt dort einfach an Lyra. Ninja hat den Dot noch raufbekommen und hat immens viel Schaden verursachen können. FlyQuest hier außer Rand und Band. Bisher geht die Teamcom nicht so ganz auf. Das sind aber auch sehr komische und sehr fragwürdige Plays, muss ich sagen. So eben auf der Botlane. Ich kann es verstehen, dass sie die letzte Wave noch nehmen wollten, aber das Jhin Level 6 war da natürlich ein sehr, sehr großes Problem, dass dann halt beide so verbissen um ihr Überleben kämpfen und jeder vom anderen halt möchte, dass er stirbt. Das ist halt auch ein bisschen kurios. Aber jetzt stacken beide einmal mit ihrem Targons. Der eine 46, der andere 47 Gold. Ich glaube, da haben wir ja Lamination halt die Support-Mastik dabei hat. Guck mal, hier muss man einfach sich entscheiden dafür, Lamination zurückzulassen, wenn die Jhin Ultimate kommt. Und er flasht halt so, dass Alltag jetzt noch geslowt wird. So, und Alltag weicht dann halt aus, damit er trotzdem stirbt. Stirbt halt dann einfach an den Voidling. Das war halt echt ein... Da muss man realistisch sein. Muss halt sagen, okay, wir sind zu lange geblieben. Wir haben Overstayed. Wir müssen den Nautilus zurücklassen. Darf das überleben? Wow. Also hier ist man nicht ganz so konsequent. Ich glaube, den Kill hätte man mitnehmen können. Aber Alltag hat dann doch anscheinend noch genug Respekt eingeflößt. 77% der Fans stimmen ja auch für Team FlyQuest. Und das sieht halt gar nicht mal so gut für sie bisher aus. Aber wie gesagt, das kann sich sehr schnell drehen.
Das ist eine Teamcomp, die halt mit einigen wenigen Kills auch komplett ausrasten kann. Und gerade auch mit Objectives, den Drachen habe ich ja gerade eben angesprochen, kann man auch sehr, sehr viel dort sich erwirtschaften. Na, Q hat keine Ultimate mehr. Kann aber trotzdem irgendwie ärgern. Beim Bolz war es noch gar nicht so spannend bisher auf der Top-Lane. Also er hat eine sehr, sehr sichere Lane bisher gespielt. Hat sich auch früh für die Ninja-Taps entschieden, was auch vollkommen okay ist. Ninja-Taps reduzieren ja den Schaden von den Auto-Tags. Und wenn wir jetzt mal kurz bei FlyQuest so reingucken. Ja, Mensch. Welche Schuhe könnten denn gerade gut in der aktuellen Meta sein? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, Ninja-Taps sind da gerade nicht ganz so verkehrt. Hier natürlich auch ein Full-AD-Team bei Envy ist da komplett ausschlaggebend dafür, dass man sich entscheidet, die Ninja-Taps halt komplett auszubauen. Und zwar auf jedem einzelnen Spieler. Ist ja auch okay. Da du halt selber auch Champions hast, die halt nicht auf Magie dringend angewiesen sind und auch gar nicht so viel auf Cooldowns, kannst du halt die Ninja-Taps da ohne Probleme bauen. So, letztendlich wird das Midgame auch sehr, sehr entscheidend sein, glaube ich. Und zwar für beide Teams. Mach dich bitte ein bisschen lauter. Ich kann auch noch ein bisschen aufdrehen. Oder ich mache den Sound halt in-game noch ein bisschen leiser. Dann müssen wir mir aber gleich sagen, wie laut ich halt all in all da ungefähr bin. So. Sag mal an. So ein bisschen besser. Ansonsten drehen wir den in-game-Sound noch ein bisschen leiser. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu laut. Dürft ihr auch nicht vergessen, wenn ich jetzt losschreie, dann ist es halt auch GG. Genauso wie Hi. Der wird ja einfach gestunt und tschüss. Das war's für ihn. Renekton hat natürlich eine relativ einfache Form von C. Apollo wird ja abgeholt. Der Geist, der steht ja zur Verfügung. Hat allerdings keine vor. Also Haku würde das Ganze hier überleben. Das war sehr schön. Ich sehe auch, ihr habt die Mechanik mit der 1 schon verstanden. Sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. So gefällt mir das. Aber ich merke auch schon, einige gefunden. Ah ja, ist immer schwierig. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Wenn halt jemand... Okay, pass auf. Ihr wart jetzt gerade zu dritt der Meinung, vorher war es besser. Wir haben ja gerade so ein bisschen die Zeit. Ich versuche jetzt ein Mittelding zu finden. So, ich glaube, so ist es ganz okay, damit ich auch hier allen Parteien ein bisschen gerecht werde. So, Jhin gerade noch ein zweites Mal gestorben. Der Geist, der wurde nochmal abgeholt. Hier jetzt aber noch kein nennenswerter Vorteil. Zumindest erstmal. Ah, er hat seine Ultimate noch parat. Sollte Ninja jetzt dazu verleiten, dort nicht weiterzugehen, die Wiederholung. Gut, okay. Da wissen wir, was passiert ist. Flash, Renekton, Stun, Bautotech kombiniert und Lyra, der holt dann halt ohne Probleme den Kill raus. Währenddessen unten die Tiefenladung hat gut gesessen. Apollo mit dem Flash dort nicht mehr rausgekommen. Heilung hat nicht gereicht und dann muss er da dort sterben. Also hier auch ein guter Gang von Moon. Ich finde, sowas müsste halt schneller kommen von ihm. Und vor allen Dingen muss man halt wirklich, glaube ich, mehr Richtung Drachen auch schauen. Das ist halt zum einen Infernal Drake und Mordekaisers Passiv ist halt wirklich insane gut. Die will man auf jeden Fall gut ausnutzen. Vorschlag von einem Zuschauer wäre, Ninja-Taps mit der eigenen Armor skalieren zu lassen, damit es nicht so OP im Early ist und auf dem Full-Damage-Assassin ist. Das Ding, Schnackselschlitzer, die Rüstung ist ja gar nicht mal so OP auf den Ninja-Taps, sondern eher der Faktor, dass du halt diese prozentuale Auto-Hit-Reduzierung hast. Und 12%, das wurde ja irgendwann mal gebufft, ist schon eine ganze Menge. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz gewisse Mechanics verfolgst, zum Beispiel den Renekton-Stun, das ist ganz, ganz wichtig, der Renekton-Stun zum Beispiel zählt als 3 Auto-Tags. Das heißt, dreimal werden von diesen Damage-Split 12% jeweils runtergenommen. Da kommt halt übel viel Damage-Reduction zustande insgesamt. Genauso Talon, der benutzt ja auch nicht nur seine Auto-Tags, sondern der Q zum Beispiel, der ja auch verstärkter Auto-Tag ist, der wird halt auch reduziert von den Ninja-Tabs. Und das ist halt so ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Die Rüstung ist halt noch ein schönes Gimmick, das es oben drauf gibt, gegen halt full, ja, Damage-orientierte Teams. Aber es ist halt diese Kombination aus beiden, die halt Ninja-Tabs wirklich super stark macht. Ja, und General Ultimate aktiviert. Talon ist auf dem Weg. K genauso. Man ist fix. Die Wände werden einfach übersprungen. Lamination jetzt geultet. Überlebt das Ganze erstmal. Fly, der gute Moon, der wurde ja angezündet. Und wird sogar nochmal gesnared. Da hinten ist einfach mal high. Und er snackt sich den Malzer. Da gibt es noch nicht so viel AD. Aber dann gab es noch Free um rauf. Ninja hat hier geultet. Kann die Wand aber noch nutzen, um dann nach rechts rüber zu springen. Schafft es aber nicht. Der CC, der ist da. Lyra ist nochmal reingegangen. Muss jetzt zumindest herauskommen. Aber da schwingt jemand die Keule und die tut weh. Alltag, der holt sich da einen Kill. Wird jetzt nochmal gesnared. Oh, Lamination, wenn der noch einen Anker trippt. Der Anker ist wieder parat. Er geht ran. Er geht ran. Alltag hat die Tower. Das ist perfekt. Er stunt ihn halt einfach. Der Q ist da. Man holt den Kill. Alltag überlebt das Ganze auch noch. Also hier FlyQuest sehr, sehr viele Kills gesichert. In der Situation. Seraph hat kein Teleport eingesetzt, während Bolz jetzt schon eingesetzt hat.
aber auch nur für die Top-Lane. Und jetzt gibt's einen Drake oben drauf. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was man aus dem Drake rausholen kann. Das ist natürlich ein Inferno Drake, der halt sowieso lukrativ ist. Und da sehen wir es auch schon. Der Drachengeist, der begibt sich auf die Reise. Und den kannst du halt auch hinschicken, wo du möchtest. Meinst du, will den halt gleich so ein bisschen kaputt machen, aber man sieht halt, er hält eine ganze Menge aus. Und flattert jetzt in die Midlane. Das ist halt auch so ein zweiter Nachteil. Du kannst ihn als Mordekaiser halt frei kontrollieren, ohne dass du ihn halt in deiner Nähe behalten musst. Der normale Geist, den du ja mit Mordekaisers Ultimate bekommst, der resettet sich ja immer, wenn er quasi zu weit entfernt ist von dir. Das ist beim Drachengeist allerdings nicht so. Den kannst du halt frei über die ganze Karte schicken. Das normale Elimination kriegt hier sehr viel Aufmerksamkeit, kommt aber mit einem Flash raus. Ignite reicht auch nicht und Haku, der muss hier leiden. Vielleicht sogar ein bisschen Overkill mit dem Ultimate, aber ansonsten hätte man nach seinem Flash ihn nicht mehr bekommen. So, schön zurückgesetzt von Hai, aber er hat sich halt genau von Lyra gesetzt und der holt ihn halt sofort ab. Allerdings ist das auch sein eigener Untergang. Und auf der anderen Seite muss man sagen, halt von Ninja war das halt einfach ein bisschen zu tief gegangen, dass er auch nicht gleich die Wand genutzt hat, um wieder zurückzuspringen. Gleiches Szenario, man ist wieder auf der Botlane am Fighten und man hört halt gar nicht mehr auf damit. Und wieder ist es halt der gute Elimination, der leiden muss. Jetzt hast du aber Lyra mit dabei, du weißt, Rumble hat kein Teleport, also kein großartiges Risiko hier. Und das ist dann natürlich so verflucht stark an der Combo. Immer wieder der Talon, der auf die Botlane warmen kann, weil er halt nicht auf den Teleport angewiesen ist. Weil er nicht auf den Flash angewiesen ist, der kann halt einfach über die Wände springen und ist damit sehr, sehr schnell unterwegs. Turret First Blood geht hier an Envy. Schlag auf Schlag, aber sie verlieren dafür halt annähernd zwei Türme. Der mittlere Turm hat eine ganze Menge einbüßen müssen. Auch die Heilung, hier sehen wir es, mit dem Q ist von Talon gar nicht verkehrt. Gibt eine Menge Sustain insgesamt. Aber für Hai sollte es natürlich das Ziel sein, später, wenn nicht sogar jetzt schon, Jhin zu ulten. Das ist halt so diese Sache. Das Ultimate von Zed wurde ja abgeändert. Und es ist ja mittlerweile so, dass du, quasi wenn du einen Gegner tötest, mit der Ultimate, beziehungsweise während sie aktiv ist, kriegst du die prozentuale AD-Werte von demjenigen, den du getötet hast, oder wo du halt dran beteiligt warst. Und das ist natürlich im Falle von Jhin ein besonders hoher Wert, weil Jhin ja zum Beispiel Attack-Speed auch in normalen Schaden umwandelt. Und damit ist für Zed natürlich Jhin ein noch viel lukrativeres Ziel, wenn er den einmal töten kann mit der Ultimate. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, er muss ihn mit der Ultimate töten. Wenn der halt knapp die Ultimate überlebt und danach am Ignite stirbt, kriegt er halt diese AD-Werte nicht. Sondern er kriegt sie wirklich bloß dann, wenn er während des Ultimates oder durch das Ultimate stirbt. Und das ist, stellt man sich halt immer so einfach vor, aber es klappt halt nicht immer. Und wenn das hier klappt, dann ist es halt Zed im Late Game, wenn Jhin wirklich Fullbild ist, wirklich in der Lage, bis zu 40 AD noch komplett for free zu generieren. Kommt halt ein bisschen auf an, was für ein Bildchen auch geht. Seraph, der hat hier oben zwar seinen Turm verloren, aber er sollte im reinen Rumble-Matchup kein Problem haben. Er hat sich halt auch sofort die Merc-Boots geholt. Bin gespannt, wie er es weiterbauen möchte. Das sieht so ein bisschen nach einem Deadman's Plate aus. Ruby Crystal und die Stoffrüstung hat er sich noch dazu geholt. Also hier sind der Disrespect gegenüber Rumble. Man will jetzt oben diven. Das ist Balls aber sofort klar. Und jetzt zieht sich hier sehr, sehr weit zurück. Aber ich glaube, er es noch rechtzeitig schafft. Lyra ist unterwegs. Das hat er aber gesehen. Und trotzdem kommt er da nicht mehr raus. Er hat kein Flash zur Verfügung gehabt. Malzahar, der drückt halt mal den Outplay-Button. Währenddessen hat man dafür aber den mittleren Turm sich holen können. Aber ich denke, den oberen Turm, den wird er jetzt irgendwie auch bekommen. Also ein sehr, sehr dynamisches Spiel hier, ein sehr, sehr schnelles Spiel. Aber das ist halt bei so einem Team-Comps wirklich normal, in Anführungsstrichen. Das sind halt wirklich die Böller-Team-Kombos. Talon kann sich da nochmal zurückziehen. Unsichtbarkeit sei Dank. Haku muss hier ein bisschen aufpassen. Allerdings Oil-Tag, der ist ein bisschen deep dafür, dass er halt nicht die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Oh, das waren saubere AD-Werte, die der gute Hai sich hier aneignen kann. Aber hier auch wieder, ne, erst Oil-Tag, der zu deep geht, dann will man ihn punishen, er flasht halt raus, dann kommt auf einmal ein Zed, dann steht man selber wieder zu deep. Also hier ist wirklich ein Schlag-auf-Schlag-Abtausch. Und jetzt geht's halt direkt weiter. Teamfights noch und nöcher. Seraph, der ist aber gut hängig. Schöner Equalizer. Kann die Gegner dort komplett raushalten und Seraph überlebt das Ganze nicht. Lyra geht nochmal rein, springt jetzt wieder raus. Boah, der flasht jetzt hinterher. Apollo, der verbrennt hier komplett. Kriegt einiges an Schaden reingedrückt, aber der Slow trifft nicht mehr. Mittlerweile hat unten noch der gute Hai geschafft, Malzahar abzuholen. Also hier auch der Teamfight immer wieder ein Hin und Her. Das hört nicht mehr auf. Sondern es geht halt wirklich Schlag auf Schlag.
Und das, man muss auch sagen, es ist halt echt nicht eindeutig. Mal ist Envy weiter vorne und mal ist halt der FlyQuest weiter vorne. Je nachdem, wer halt den besseren Turn bekommt. Meistens ist es wirklich so, dass die Initiatoren hier die schlechteren Karten haben, sondern meistens ist der Re-Engage gerade ausschlaggebend dafür, wer halt besser aussieht. Ninja macht sich auf die Reise. Ivan kann er dort noch überbrücken. Zack! Das ist übrigens auch sehr intelligent, wenn man mit Talon diesen Sprung nicht nur einsetzt, um halt gerade über die Wand zu springen, sondern auch in einem Chase-Szenario zum Beispiel, dass du einfach probierst, den als Gap-Doser zu nutzen, diese Passive. Dann sehen wir es nochmal. Ninja da ein bisschen zu aggressiv. Wird halt komplett rausgenommen. Er war dort halt alleine. Renekton und Jin waren halt noch Jahre weit entfernt und versuchen jetzt halt ihr Glück. Und dort das Ganze zu engagen. Seraph denkt, er kann das tanken, aber er hat halt nicht wirklich hohe Tankwerte. Und vor allen Dingen hat er keine Magieresistenzen. Mörkuts reichen einfach nicht. Deshalb wird er hier einfach so ganz schnell zerkleinert. Oh, jetzt vielleicht nochmal direkt hinterher. Und kriegt zumindest auch den Flash und die Heilung von Apollo. Also gar nicht so schlecht hier das Ganze gemacht. Er ist jetzt auf dem besten Wege dort noch ein Duskblade zu bauen. Also er will halt wirklich sehr aggressiv das Ganze gestalten. Duskblade ist auch für den Set immer ein sehr, sehr interessantes Item, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der passive Effekt ist natürlich... Wow. Alles klar. Lyra ist wohl der bessere Assassin, was den schnellen Schadensoutput gegenüber einem Set angeht. Also hier die Ultimate, wenn Set selber keinen Schaden verursacht während der Ultimate, dann macht die Ultimate selber halt auch nicht so viel Schaden. Man stellt sich das mal so schön vor, man sieht das halt immer so, Zed ultet jemanden und man wartet halt kurz, dann kommt der Brock und zack, der geht halt von gefühlt von 100 auf 0. Aber ganz so krass ist es dann halt doch nicht, wenn du ihn schnell genug töten kannst. Genau das war hier halt der Fall. So, aber um nochmal aufs Duskblade zurückzukommen. Du hast ja beim Duskblade mal den Effekt, dass du quasi, wenn du nicht gesehen wirst vom Gegner, nochmal diesen zusätzlichen Damage-Effekt bekommen. Das ist der 200, also der macht einen gewissen Grundschaden, plus nochmal prozentual deine Lethality halt draufrechnet. Das sind, glaube ich, 200%, wenn mich nicht alles täuscht. So, und das ist natürlich immer nochmal ein entscheidender Punkt. Das Problem ist bei Zed halt einfach bloß, dass er zum Beispiel die Ultimate, das stellt man sich ja halt schön vor als Szenario, er ist in der Ultimate nicht zu sehen, kommt wieder und du kriegst halt den Duskblade-Proc, aber es reicht halt nicht, weil er halt eine gewisse Zeit nicht zu sehen sein muss. Und das ist halt genau dieser Punkt, wo halt diese Zed-Ultimate einfach nicht ausreicht, um den Proc zu bekommen. Das war so ein bisschen viel zu Batman, aber dennoch, wenn er zum Beispiel einfach ja, von der Base aus ins Schlachtfeld wieder reingeht, dann hat er den Effekt natürlich trotzdem. Jetzt beschweren die Midlane so ein bisschen ein, der nächste Drache. Der wird hier noch ein bisschen auf sich warten lassen. Bis dato ist es ja auch da relativ ausgeglichen, Envy mit ihrem Bergdrachen. FlyQuest mit dem Infernal Drake. Infernal Drake ist natürlich für so eine Böller-Kombo in Anführungsstrichen immer ein bisschen schöner, weil du halt einfach diesen hohen Schaden bekommst und halt vom Bergdrachen nicht hast. Dafür ist der Bergdrache natürlich einfach lohnenswerter, wenn du halt so eine Teamfight trotzdem gewinnen kannst, danach halt pushen kannst oder Nasher oder einen anderen Drachen halt noch holen kannst, weil du damit halt auch wesentlich schneller bist. Einer hat den guten Riecher, hat gerade gesehen, dass seine Ward geklärt wurde, hat sich auch gleich zurückgezogen. Vollkommen okay. Mordekaiser selber ist zwar nochmal mit diesem 30 CS-Defizit unterwegs, sogar 40 CS insgesamt. Allerdings hat er selber halt wesentlich mehr Kills bekommen als Jin, also goldtechnisch ist er auf jeden Fall nicht hinterher. Wenn wir jetzt hier auch in Richtung Rapid Fire, nicht Rapid Fire kennen, sondern in Richtung Hexig Gunblade gehen, so wie der ganze Spaß aussieht. Ist okay, im Endeffekt ist der Base Damage von Mordekaiser sehr, sehr gut. Du bist da bloß darauf angewiesen, dass du für die drei Auto-Attacks am Gegner dranbleiben kannst. Und genau dafür musst du ihn halt slowen. Dann hast du halt das Kristallzepter natürlich als Möglichkeit. Das wiederum wurde aber genervt, gerade was auch den Slow angeht. Ist also nicht mehr ganz so effizient, aber Hextech Gunblade ist auch noch eine ganz gute Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn Mordekaiser auf AP und AD skaliert. Also hier hat er auch von diesem Damage-Split einfach was, dass er da nicht ganz leer ausgeht, kann halt beide Stats effektiv nutzen. Hast du ja sonst bei relativ wenig Champions. Jax ist, glaube ich, noch so ein Spitzenkandidat. Boah, jetzt muss hier flashen. Seraph hat aber auch sein Flash. Snare kommt hier noch an. Equalizer liegt zwar, aber der gute Balls, der ist hier tot. Ninja hat keine Wand mehr in der Nähe. Muss ein bisschen aufpassen. Allerdings Lamination, der kennt das mittlerweile schon ganz gut. Wird hier einfach mal sagen, Ulte, die Tiefenladung kommt noch durch, aber es reicht nicht. Hier fehlt einfach der Schaden, vor allen Dingen fehlt hier die Gruppierung von Team FlyQuest. Oha. Ah, Nasher wäre auch immer ziemlich riskant. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt auf die Idee kommen, den machen zu können. Gegen Mordekaiser, gegen Graves und gegen Zed ist es halt immer noch ein hohes Risiko und sie machen es auch nicht. Ich denke, es ist hier eine sehr, sehr weise Entscheidung von Envy.
Man sieht, Envy ist da sehr... Wow. Ah, das ist nicht die cleverste Idee, um Malzahar zu gehen, der noch seinen passiven Schild hat. Auch wenn der Schaden halt da war, ist es halt trotzdem kein One-Shot-Schaden. Aber es hat nicht viel gefehlt. Versuch macht klug, sagt man ja immer so schön. Im Endeffekt hat Heil bloß seinen Ignite gebraucht. Und die Ultimate von Zed hat wirklich keinen hohen Cooldown. Die wird er schnell wieder zur Verfügung haben. Wenn wir uns die Builds mal angucken, dann wissen wir halt auch, dass wir auf Patch 7.4 auf dem Board unterwegs sind. Diese Team-Comps, wie sie gerade gespielt werden, ein bisschen schwächer sind. Du hast halt sehr viele Lethality-Nerfs gehabt, gerade auf dem Yumos, wo halt diese Flat-Werte vom Lethality auch runtergenommen wurden. Du hast halt noch die Veränderung gehabt vom Edge of Night. Auch da, dass einfach diese Cooldowns angepasst wurden. Dass der Schild halt kürzer hält, beziehungsweise dass du halt länger brauchst, um ihn halt wieder nutzen zu können. Lustigerweise spielst du halt eine Full AD-Comp und gehst halt trotzdem für Edge of Night oder QSS, weil die halt auch alle Magieresistenzen geben. Und man fragt sich immer so, hä, macht das überhaupt Sinn, ein Item zu bauen, das Magieresistenzen gibt? Aber ja, es geht da natürlich auch roundabout sehr, sehr viel um den passiven Effekt. Durch die Magieresistenzen gegen Rumble zum Beispiel helfen sie dir auch noch. Im Magie Mordekaiser sind sie auch nicht so verkehrt. Aber das ist halt nicht der Sinn dahinter, den du halt wirklich haben möchtest, sondern es geht halt wirklich um den Effekt einfach, dass du ein Spellschild hast, dass du einen kompletten Spell abfangen kannst mit dem Gegner und damit viel, viel sicherer aufgestellt bist. Auf der anderen Seite hat man sich ja auch QSS geholt. Und auch da geht es halt nicht darum, dass du halt Magieresistenzen bekommst, sondern es geht darum, dass du halt CC entfernen kannst. Seraph, der ist hier in die Ecke getrieben, überlebt das Ganze nicht. Haku ist keine gute Frontline. Zed tut sich ein Double Kill. Ninja will nochmal reingehen. Alles klar, mit der Ultimate einmal durch alle durch. Das Jhin Ultimate kann dir aber keinen Kill erzielen. Jetzt Ninja will nochmal hinterher. Der ist super greedy. Seraph ist dort als Geist quasi nochmal abgeholt worden. Allerdings hier natürlich nichts Wichtiges. Und Ninja ist dafür noch gestorben. Also hier sehr fragwürdige Entscheidung, meiner Meinung nach. Dass halt zwei Leute gecatcht wurden. Okay, es hat echt blöd gelaufen. Hätte man nicht so weit kommen lassen dürfen. Aber danach 3 gegen 5 so aggressiv als Nahkämpfer zu kämpfen. Und vor allen Dingen, bis dato, als die Ultimate drin war, fand ich es halt noch ganz okay. Und danach war es halt einfach ein Punkt zu viel. Oh, der Snipe, der ist nochmal da. Der Hash ist schon ziemlich low, aber alle sind sehr angeschlagen. Aber sie werden sich ihn hier gönnen können. Hai ist zwar noch gestorben, aber Hai hat dafür den Kill auf Lyra bekommen. Und dafür nochmal seine AD-Werte. Ein bisschen unglücklich für ihn, dass er noch nicht Level 16 war. Denn du kriegst ja auch auf Zed jeweils mit jedem Punkt, den du in die Ultimate investieren kannst, halt quasi nochmal mehr prozentuale AD-Werte, die du den Gegner ziehst. Erzielen kann man nicht sagen, ob du halt bekommst. Sehen wir so mal, der Geist, der wird dort direkt von Seraph gesichert, damit natürlich auch eine gute Frontline vorhanden. Er schickt halt den Geist auch sofort, um Jhin Ultimate dort einfach abzublocken. Ein Schuss, der fliegt noch vorbei, aber Seraph, der ist gerade raus. Und da hätte Ninja jetzt nicht mehr reingehen dürfen, das war halt einfach wirklich eine Marke zu viel. Mit der Ultimate war es noch okay, weil er sich halt dank der Unsichtbarkeit einfach wieder entziehen kann. Aber danach war es einfach zu viel. Und Zed hat nicht mehr geultet in dem Teamfight, das muss man sich mal vorstellen. Bis sein Ultimate auf, hatte Lyra jetzt nicht den Spellsheet gehabt, wäre halt sofort tot gewesen. Also auch hier der Spellsheet, der super wichtig gewesen für ihn. Und die Hitbox vom B hat aber noch gereicht, dass Apollo zumindest einen Kill bekommt. Das ist übrigens, das ist die typische High-Geste, dass er da immer selber einmal so in die Hände klatscht nach einem Teamfight. Das macht er immer, jedes Mal. Das Markenzeichen von ihm dort. So, mit dem Nasher solltest du jetzt auf jeden Fall auch den Drake bekommen können. Und über den Drake und den Nasher wirst du auf jeden Fall jetzt einen ganzen Batzen an Türmen dort abreißen können. Wir sehen es auch. Drache wird da sofort angegangen. Das steht insgesamt 12 zu 12. Gold ist halt auch nahezu ausgeglichen. Aber so wie es gerade läuft, wird FlyQuest sich jetzt wahrscheinlich gut nach vorne setzen können. Ein Drache hat ja auch mit jedem Mal, als er neu erscheint, mehr Leben. Das heißt, auch der Mordekaiser passive Drachen wird nicht schwächer. Vorhin ein bisschen über 2000 Leben gehabt. Und jetzt hat er halt schon das Doppelte. Fallen wir einmal ausgelöst. Aber hier der Turm, der wird das Ganze auf jeden Fall nicht überstehen können. Nie und nimmer. Der Drache wird da einfach schön nach vorne geschickt. Bringt die Belagerung hier in Gang. Lamination, der kriegt zwar noch einmal diese dunklen Visionen von Malzahar. Juckt ihn aber relativ wenig. Und jetzt sieht man es, ne? Der Vormarsch ist gegeben. Währenddessen aber gar nichts verkehrt, dass Ninja in den Splitpush reingeht und unten versucht noch gegen zu traden, um zumindest ein paar Objectives zu bekommen. Weil du kannst nicht für den Engage gehen, nie und nimmer gegen den Drachen. Also versuchst du einfach crossmap-mäßig ein paar Objectives noch zu bekommen, dass du nicht ganz leer ausgehst. Also die Entscheidung finde ich relativ sauber dort von Envy. Halt den Kill nicht, Grace Ult oder zählt Assist. Er hat den Kill zwar nicht, Assist reicht mir nix, aber Assist ist halt wieder der Punkt, den Assist kriegst du ja, wenn er während des Ultimates stirbt. Das heißt, ein Assist, lass mich die Z-Ultimate nochmal so erklären, der Assist zählt nicht, wenn die Z-Ultimate geprockt ist und er stirbt danach, sondern der Assist zählt bloß,
pass auf, ich erkläre es noch einfach. Das ist halt manchmal so einfach so easy auszudrücken, aber du findest halt manchmal einfach nicht die richtigen Worte. Pass auf, Zed kriegt zusätzlich eine AD, wenn sein Ziel während des Ultimate aktiv ist, stirbt, egal ob er einen Assist bekommt oder einen Kill, oder wenn das Ziel durch den Proc halt stirbt. Die beiden Optionen hat er. In dem Fall hat er halt einfach seinen Mark aktiv gehabt. Das Mark wurde aber nicht mehr ausgelöst, weil Graves halt geflasht ist und den Kill sofort geholt hat. Aber er kriegt ja trotzdem die AD-Werte dafür. Alle den Specials sofort aktiviert. Also Envy, die sehen sich anscheinend hier nach einem Teamfight, aber High ist im Splitpushen. Das heißt, für FlyQuest eigentlich, sie brauchen ein bisschen chillen und nichts großartig machen. Den einen Turm hier, den kann er auf jeden Fall mitnehmen. Frage ist, wie viel kriegt er noch vom T2-Turm? Er hat halt leider Gottes als einziger keinen Dash-Buff bekommen. Das sollte FlyQuest jetzt vermeiden, dass sie halt in einen Teamfight reingeraten. Schöner Equalizer, aber sie müssen irgendwie rauskommen. Das ist ja einfach von der Situation her keine gute Entscheidung. Zed kann halt hier nur dazukommen. Lemonation abzugeben wäre noch ganz okay, der wird hier auf jeden Fall sterben. Und damals scheint ja auch nicht ins Gras beißen zu müssen. Ich meine, das war jetzt ein Kill, den du für zwei Turrets tradest, vollkommen okay. Aber wie gesagt, da muss die Entscheidung kommen. Und ich denke mal, High wird auch gecallt haben. Hey Leute, ihr dürft jetzt alles machen, ihr dürft nur nicht teamfighten. Ich bin unterm Split pushen. Und dann kommt auf einmal der Engage. Aber wie gesagt, den Support Nautilus, den kannst du halt schon mal abdrücken. Ja, die mittlere Wave, die pusht jetzt gut rein. Momentan sind halt nicht so viele Objectives da. Der obere T2-Turm ist wahrscheinlich noch relativ einfach, in Anführungsstrichen, für FlyQuest zu holen. Ich denke mal, da wird so der nächste Fokus drauf landen. Ohne Nasher, ohne einen Drachen, wird es mit den Inhib-Turrets noch relativ schwierig. Du willst jetzt natürlich auch nicht greeden. So, wenn du jetzt nochmal das Game wegschmeißt, das ist noch nicht gewonnen. Und das muss hier ganz klar herausgestellt werden. Es ist eine Team-Comp, die halt immer noch verlieren kann, wenn sie Fehler macht, weil du halt keine richtige Frontline mit dabei hast. Also wenn du da nicht sauber spielst, dann kann das auch immer noch schlecht für dich ausgehen. Momentan sind sie auf jeden Fall das Team, das dort am Drücker ist. Da vorne steht noch ein Blutschränke drin, also High wird ja auf jeden Fall gesehen. Mich würde halt echt mal interessieren, wie das reine 1v1 jetzt ausgeht. Zwischen Ninja und zwischen High. Beide sind Level 16. Meine Goldmäßig ist natürlich ein bisschen mehr bei High, der zwar ein bisschen Farm weniger hat, aber er hat halt einfach die 5 Kills. Währenddessen halt Ninja nur einen einzigen dort verbuchen kann. Gute Mordekai hat mittlerweile auch sein Hexig Gunblade fertiggestellt. Ist jetzt in Richtung Stundenlast unterwegs. Die Cooldown ist natürlich dort auch sehr angenehm für ihn. Und ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass er halt kein herkömmlicher AD-Carry ist, im Sinne von, er ist halt nicht squishy. Das sieht man an dem Bild halt auch. Ninja-Taps geben ihm halt Rüstung, er kriegt durch den Seekers nochmal Rüstung. Und er kriegt halt gegen zwei Assassins durch den Stundenlast auch ziemlich viel Sicherheit. Stellt euch mal vor, da würde jetzt eine Ash stehen. Eine Ash gegen den Karl und gegen den Talon, ja gute Nacht. Da hast du echt nicht so viel Spaß. Aber als Mordekaiser mit diesem Bild bist du halt wirklich sehr, sehr sicher. Selbst in Malzahar hatte ich ultet, genau dafür hat er sich ja das QSS geholt. Einfach nur von der Malzahar Ultimate lösen und du kannst halt so viel Schaden wegnehmen. Da sieht man auch, du hast 5 Ninja-Taps, du hast 4-mal Quecksilber-Schärpe im Team. Das nimmt halt so viel Potenzial einfach von Envy weg. Zwar mit Malzahar so eine kleine AP-Damage-Quelle haben, aber Malzahar Support ist jetzt auch nicht der geilste AP-Babo. Der Schaden hat sich da halt wirklich in Grenzen. Und allein, dass du QSS hast mit ein paar Magieresistenzen und gegen die Ultimate vor allen Dingen, das reicht ja schon vollkommen aus. Plus QSS hilft dir natürlich auch weitestgehend gegen zum Beispiel den Renekton-Stun oder gegen den Jinsnare. Das hilft ja nicht nur gegen den Malzahar-Engage. Ja, der mittlere Inhibitor, der wird bald wiederkehren. Allerdings Nasher und Drache, die sind jetzt auch dabei wieder zu respawnen. Der Drache wahrscheinlich sogar das einfache Ziel. Das Lustige ist halt, der Cloud Drake ist halt normalerweise nicht so der schönste Drake für dich. Aber wenn du ihn verlierst, verlierst du halt gar nichts quasi. Und wenn du ihn bekommst, kriegst du halt noch den Mordekaisergeist mit dazu. Das heißt, du hast ja halt wirklich einen low, low risk und einen fucking high reward. Für mich ehrlich gesagt noch die bessere Option im Vergleich zum Nasher. Zwar deinen Drachen erst sichert, eventuell sogar mit dem Drachen die Nasher noch sichern kann. Auch die Option besteht ja, weil der Drache macht jetzt nicht unbedingt wenig Schaden. Ein Special von Haku wurde ja einmal geprockt. Das hat gegen Nautilus übrigens auch so eine lustige Mechanik, die Haku hier gerade gezeigt hat, dass du einfach diesen Voidling spawnen, den Voidling direkt vor den Anker parken kannst. Der spawnt halt auch extrem schnell und das heißt, wenn du die Anker-Animation kommen siehst, kannst du dort einfach in das Gesicht von Nautilus den Voidling reinstellen.
Ja, Seraph will ihn nicht weggehen lassen, aber mit High und Alltag ist der halt super schnell genommen, der Drache. Und da ist er wieder, der Drachengeist. Lamination wird hier wieder gefokust. Stört das aber nicht so sehr. Der ist tanky, jetzt abgeholt worden. Aber viele Coolers, die jetzt fehlen. Ninja ist da unten in der Flanke komplett alleine. Kriegt auch erstmal noch keinen Kill raus. Schön wieder mal platziert. Überall Marks auf die Gegner raufgebracht. Aber der Drache, der ist jetzt natürlich sehr unangenehm. Vor allen Dingen, er slowt den Gegner halt auch noch. Dadurch, dass du halt selber einen Rylees hast. Auch das natürlich nicht so schön. Lyra überlebte die Z-Ultimate. Das Deathmark nicht tödlich. Ninja, der läuft nochmal am Drachen vorbei. Lässt die Ward aber stehen, will nicht riskieren, noch gecatcht zu werden. Und das war gar nicht so schlecht insgesamt für Envy. Dadurch, dass sie zwar die Drachen verloren haben, aber einen Catch bekommen haben, kann man erstmal noch nicht viel draus machen. Das Spielchen wird natürlich so weitergehen. Der Drache, den hat man jetzt als Auto-Push-Machine. Kann sich da komplett autark auf der Karte bewegen. Mit seinem AOE-Schein ist er natürlich auch relativ gut darin, die Wave schnell reinzupushen. Jetzt will man ihn abholen. Vier Mann gegen den Drachen, jetzt kriegt man ihn auch. Lange hat es gedauert. Aber ist natürlich kein Verlust, denn den Drachen kriegst du halt leider von dem Boden her jetzt auch nicht mehr angerechnet bei Andy. Weil das war halt wirklich bloß der Geist. Ich glaube 25 Gold oder so gibt es nochmal oben drauf, aber das ist jetzt natürlich nichts Nennenswertes. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man überhaupt die 25 Gold für den Drachen bekommt. Wenn man ihn dann legen kann. Vielleicht ist es gerade dabei, jetzt schön Sicht um den Nasher herum aufzubauen und vor allem den Gegner auch in Sicht zu nehmen. Um ihn da einfach so ein bisschen in den Kampf mit reinzubaiten. Oh, Seraph da unten mit dem Face-Check. Allerdings Balls kriegt hier den Snare ab, wird sofort angegangen. Seraph detektet das nicht so lange. Ninja, der wird komplett zerbürstet. Apollo muss oben sein Leben laufen. Und das ist ein guter Teamfight für FlyQuest. Das könnte sie wieder so gewesen sein. Dritter Kill, vierter Kill, folgt zugleich. Das heißt, nur der gute Jin überlebt das Ganze. Und der will mit seiner Ultimate nochmal was ändern. Aber das reicht nicht. Und ich sehe dann Ninja-Geist. Der macht sich auf die Reise. Kann eigentlich der Geist auch über Wände springen? Das wäre halt extrem witzig. Ich glaube, es geht nicht. So, den Inhib werden sie auf jeden Fall bekommen. Wenn sie Bock haben, können sie den Nasher holen. Wenn sie nicht sogar das Game gewinnen, Apollo will die Minions hier halt nochmal aufhalten. Aber das hat einen teuren, teuren Preis. Das war's. 20 Sekunden noch. Über 20 Sekunden auf den ersten der Respawn. Und auch Ninja wird es nicht alleine verteidigen können. Das reicht halt komplett aus, dass FlyQuest einfach dieses Spiel jetzt zügig beenden kann. Die wissen halt ganz genau, das war vielleicht nicht das sauberste Game, das sie gespielt haben. Aber ein sehr, sehr interessantes Game. Mit Mordekaiser Botlane. Mit dem Nautilus als Support dazu, gleichzeitig mit dem Zen-Taler-Matchup. Das war halt übel interessantes Game. Aber ich finde, es ist halt rückwirkend betrachtend übel schwierig zu analysieren, ob der Mordekaiser-Pick jetzt halt gut war oder auch nicht gut war. Das ist halt übel schwierig, weil es halt ein... Oh Gott, wie formuliert man das am besten? Es war halt ein sehr, sehr random gespieltes Game. Ich glaube, das ist so... Das kann man, glaube ich, so sagen. So, im Endeffekt, was wir festhalten können, Mordekaiser hat halt keine so gute Landing Phase gehabt. Also die Landing Phase im reinen 2v2 ist dort nicht gut gelaufen für die Beine auf der Botlane. Allerdings, spätestens ab dem ersten Drachen hat es dann schon bemerkbar gemacht. Also diese Passive mit dem Drachen, die man ausnutzen konnte, die war wirklich sehr, sehr nutzvoll. Die Frage ist, was passiert, wenn du halt zurück bist, dein Team dich halt nicht ins Game reinbekommt und du halt keine Drachen bekommst. Ich glaube, Mordekaiser ist ein schwieriger Pick zur Zeit. War echt schön, ihn mal zu sehen. Aber um ihn perfekt wirklich in die Meta einordnen zu können, glaube ich, musst du noch ein paar Games sehen. Nach so einem Game, wo du halt sehr, sehr viel Assassins hast, wo du halt keine richtige Frontline hast, wo du halt sehr, sehr viel einfach random-mäßiges Teamfighter hast, kannst du halt keine treffenden Aussagen darüber treffen, ist Talon gut in der Meta? Kann man ihn spielen? Oder der hat verloren, kann man ihn überhaupt nicht spielen? Oder ist Mordekaiser, der hat gewonnen. Ist der jetzt wirklich Meta oder ist er nicht Meta? Da muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Appell an euch. Mordekaiser Solo-Queue! Sollte man noch vorsichtig mit sein. Talon ist übrigens, okay, das kann ich ja sagen, weil ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, Talon ist in Solo-Queue ein ziemlich guter Pick. Für Competitive ist es, glaube ich, noch schwierig. In dem Matchup war er, glaube ich, kein schlechter Pick, aber letztendlich konnte er sich halt echt nicht durchsetzen, was aber nicht nur an dem Talon selber lag, muss man wirklich sagen. So, kurzes Päuschen. Und wer die nächste Pick und Band verpasst, der ist selber schuld. Also bisher sehr, sehr geile Picks. Schön anzusehen natürlich auch für uns, dass die Abwechslung einfach da ist. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Warte, mit Bumper. Gut, dass der Pausentimer nicht funktioniert. Danke, Mori. So, warte, Freunde. Ich mach's nochmal ein bisschen anders. Ich bleib nochmal kurz da. Wir machen noch kein Päuschen. Ich muss das Ganze nochmal einrichten.
Der gute Pausentimer, der ärgert mich gerade. Ist immer im Studio so, ich sollte auf jeden Fall den Vater gleich festlegen. Mechanics, Mechanics, wo liegt der, wo liegt der? So, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig aufs nächste Game. Und das ist halt auch, es war halt eigentlich mit Ankündigungen. Moon hat ja vorher schon so ein bisschen gesagt, hey Leute, ihr wisst ja, wie cheesy picken und wir werden das auch weiterhin so machen. Und zieht das Ganze dann halt wirklich eiskalt durch. Mordekaiser Botlane. Geile Sache, geile Sache. Also ich feiere sowas natürlich sehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euren Spaß dran hattet. Ich denke schon, die meisten, die gerade zugeschaut haben, wenn sich halt gedacht haben, so wow, was war das denn? Aber, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommt das Päuschen. Ich hab's geschafft. Bis gleich. Strike the match, ignite your life, spread
Da ist er wieder. Samstagnacht, NALCS steht auf dem Plan. Erstes Spiel haben wir schon hinter uns gebracht und es war halt wirklich ein sehr interessantes Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Es war, finde ich, ein bisschen, oder hatte ein bisschen mehr von Solo-Queue natürlich im höheren Sinne. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die Spieler schlecht gespielt haben und die Solo-Queue-like waren, sondern von der Team-Comp her war es ein bisschen mehr Solo-Queue-like, dass du halt wenig Sicherheiten mit eingebaut hast und das hat man auch im Gameplay halt gemerkt, ne? Dass halt sehr viele Kills gefallen sind, dass auch sehr viele Kämpfe dort gesucht wurden und zwar mit Absicht, mit voller Absicht und dass man halt auch, ja, auf Alain nicht so die beste Performance hatte. Der Mordekaiser mit dem Nautilus, naja, wir vergessen mal dieses Early Play, wo sie beide getötet wurden im 2v2, war nicht ganz so glücklich, vor allen Dingen, weil jeder den anderen eigentlich sterben lassen wollte. Großes Teamplay wird anders geschrieben. Ich muss auch sagen, es war im Endeffekt eine Teamcomp, die mir für FlyQuest überhaupt nicht gefallen hat. Es ist halt, für mich ist FlyQuest über High einfach dieses ultimativ taktische Team,
Einfach die verstehen, wie sie rotieren müssen, wie sie halt einen Split-Push zu führen haben, wie sie halt Objectives forcieren können. Auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sagen, yo, Objectives forcieren ist doch übel gut mit dem Mordekaiser, aber ja, das hängt ja auch wieder von Jungle Pressure ab und so weiter. Und für mich war es eine Losing Lane. Also das reine 2 gegen 2, auch wenn Mordekaiser gute Stats hatte bis zum Schluss und auch wenn er halt mit den Drachen sehr gut glänzen konnte, war es für mich im reinen 2 gegen 2 eine Losing Lane. Der Talon konnte das Ganze halt nicht so richtig an sich reißen, auch da halt einfach wieder ein sehr riskanter Pick gewesen, der halt nicht gut funktioniert hat. Und ich glaube, FlyQuest würde es viel, viel besser stehen, wenn sie halt wirklich mehr Kontrolle mit ins Game mit reinnehmen. Ich glaube, das wäre halt einfach das Ding, wo sie das zweite Game halt absolut sicher nach Hause bringen können, weil im ersten Game muss man sagen, es war lange Zeit ausgeglichen, sehr lange Zeit. Selbst als sie Nashor bekommen haben, waren sie halt goldtechnisch gesehen erst wieder gleich auf. Also es war nicht so ganz optimal. Und ich hoffe, dass wir da im zweiten Game halt einfach ein bisschen mehr noch sehen von den taktischen Finessen, die man da ausüben kann. Da muss man nämlich einfach sagen, wenn du so eine Comp spielst, wo halt überall random Teamfights entstehen, da ist im Solo-Queue nicht anders als im Competitive. Du kannst halt nicht so taktisch dort sein, weil halt einfach geböllert wird. Das ist der Unterschied. Na, gucken wir mal. Erste Pick und Ball war geil. Wir gehen in die zweite rein und gucken mal, ob halt wieder so geile cheesy Picks mit dazukommen. Auf jeden Fall. Shen, das können wir ja mittlerweile jetzt nicht werden. Genauso wie die Varus und Rengar. Vollkommen okay. LeBlanc wird rausgenommen. Können wir vorstellen, dass man dort wieder einen Zed in der Midlane sehen wird. Man darf auch nicht vergessen, dass auch Ninja Zed spielt. Ich fand den Zed-Pick von Hai vollkommen okay. Er hat halt keinen richtigen Hard-Counter, wo man sagen würde, jo, in dem Matchup möchtest du nicht spielen. Er hat halt auf einigen Matchups so einen kleinen Timer. Ori zum Beispiel ist ein Matchup, was halt ganz am Anfang halt nicht so schön für dich ist. Im Midgame kannst du halt das Matchup sehr, sehr gut spielen und im Late Game hast du auch wieder Probleme gegen Orianna dort. Aber all in all gefällt mir Hai trotzdem auf Zed ganz gut. So, Graves hat man noch mit rausgenommen, also diesmal auch kein Graves dort unterwegs. Malzahar soll es wieder für Team Envy sein. Haku, der fühlt sich da anscheinend sehr, sehr wohl auf dem Champion. Hat ja auch hier und da wirklich einen Kill ziehen können. Aber auch da muss man sagen, sehr oft hat Team Envy verloren, weil sie halt engaged haben, sehr viele Cooldowns verbraten haben. Und ich finde, ihr großes Problem war immer, dass sie halt Nautilus vorm Gesicht hatten und sich irgendwie immer gezwungen gefühlt haben, diesen Nautilus zu engagen. Wenn ich mich so zurück entsinne, kann ich mich halt auch an nicht ein einziges Malzahar-Ultimate erinnern, das halt nicht Nautilus getroffen hat. Und das ist halt schon irgendwie relativ bitter. Aber gut, okay. Für FlyQuest wird es jetzt hier die Kamille geben. Auch da natürlich einen sehr, sehr schönen Engagement vorhanden. Ich fand halt diese Six-Kamille-Kombination übel gut, die in EU gespielt wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Alltag Six spielt. Da wurde er vorhin auch gegen ihn gebannt. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die mir selber sehr gut gefallen würde. Den Lulu-Pick, den setzt man hier speziell gegen Malzahar ein. Das hat man jetzt auch schon vor nicht allzu langer Zeit gesehen, dass sich da Lulu sehr gut etablieren kann. Nicht unbedingt, weil sie halt hyper-aggressiv ist, weil sie halt super strong auf der Botlane ist, sondern eher, weil sie halt gegen die Malzahar sehr gut funktioniert. Und über diese Malzahar-Funktionabilität, Funktionalität ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? Mensch, ist aber auch schwierig. Hat sie dann irgendwie den Weg so ein bisschen in die Meta wieder reingefunden. Aber ist grundlegend noch kein S-Tier-Champion, was die Support-Position angeht. Solo-Lane sehe ich sie halt momentan überhaupt nicht. Dazu war der Q-Nerf halt viel zu stark für sie. Aber auf der Support-Position hat sie doch eine relativ stabile Position mittlerweile, die sie einnimmt. Da kann man nichts gegen sagen. Bin ich gespannt, ob man jetzt hier gegen Malzahar glänzen kann. Er steht halt AD-Carry technisch gesehen, abgesehen von Varus, auch noch alles offen. Ninja wird hier für den Echo gehen. Es könnte immer noch der Echo Toplane sein, also auch das ist halt nicht ganz verschwunden auf dem Meta, aber ich denke, dass es halt wirklich der Midlane Echo sein wird. Ist auch eine ziemlich gute Variante. Wenn man dort zum Beispiel gegen einen potenziellen Zed spielen muss, ist Echo auf jeden Fall sicher. Und man jetzt nicht zu viel Angst haben. Auf der anderen Seite ist es aber mit Zed ähnlich, also auch Zed hat da eigentlich genug Mechanics, um dort einem Echo einfach zu entwischen. Ninja hat bisher eine ziemlich gute Echo-Performance gehabt, diese Split. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dort wirklich der Midlane-Echo wird. Hm, Caitlyn, interessant. Was? Und das muss ich sagen, liegt mir halt immer noch ein bisschen schwer im Magen, woran ich gerade gedacht habe. Es gab jetzt vor nicht allzu langer Zeit auf Reddit diesen schönen Artikel mit dem Guide mit dazu, wo man Lethality Caitlyn gespielt hat. Das Ganze hat man, wo war denn das? War das der Spandauer Inferno Cup, habe ich glaube ich auch einmal gesehen mit dem Full Lethality Build auf Caitlyn. Das war halt echt ziemlich amüsant, weil die Ultimate halt nahezu jemanden one-shottet und der Q natürlich auch extrem viel Schaden verursacht. Na, du hast halt wesentlich weniger DPS zur Verfügung, also ich hoffe ganz stark, dass es keine Lethality Caitlyn wird. Denn wir haben ja heute auch das erste Mal in der EU-LCS eine sehr abnormale Variation von Ashe gesehen. Nämlich eine Ashe mit dem Lethality Build. Hat auch nicht wirklich gut funktioniert, ne? Also da ist, glaube ich, ein bisschen Vorsicht gegeben.
Renekton hat sich noch gegen die Toplane gebannt, Ashe auch rausgenommen. Also hier möchte man einfach die Dominanz haben auf der Botlane. Jhin ist halt theoretisch noch da. Six fühlt sich in einem Caitlyn-Matchup auch nicht so wohl. Also egal, wie du es drehst und wendest. Caitlyn mit Lulu ist eine starke Kombination. Und Caitlyn bringt halt auch genug Reichweite mit, dass sie halt auf der AD-Carry-Position immer noch ihren Platz findet. Finde ich vollkommen okay. Auf der anderen Seite nimmt man jetzt den besagten Jhin. Das wäre halt auch so die nächstliegendste Variante. Sei denn, du nimmst halt wieder eine komplett abgewandelte Variation. Aber Jhin wäre hier so Meta gesehen der beste Pick, den man dort gegensetzen könnte. Und das macht man auch. Das heißt, jetzt fehlt noch Top-Lane-Pick. Ja, wobei, es könnte auch ein Jayce jetzt Top-Lane bzw. Midlane sein. Oder halt der Echo Top-Lane oder Midlane. Also du hast halt zwei Flex-Pick-Situationen für Midlane und Top-Lane. Aber ich denke, es wird halt wirklich der Echo Midlane sein. Jetzt der Midlane-Pick, der noch bei Flygfest fehlt. Und ich muss auch sagen, es ist halt ziemlich riskant. Also Camille ist ein Champion, der halt auch für Echo ziemlich gefährlich sein kann, weil du halt auch nicht einfach aus der Camille Ultimate raus ulten kannst als Echo. Der Escape ist halt trotzdem nicht gegeben. Das war in der Niklas Road to Gold 2 Prom. Ah, da war das. Okay, ich dachte, das war beim Spandauer Cup. Alles klar, dritter Sepp, dann weiß ich wieder, wo ich es gesehen habe. Ich danke dir. Und es wird ein Twisted Fate für High. Ist auf jeden Fall Champion, der in sein Champion Pool mit reinpasst. Echo geht jetzt auf die Top Lane. Oh, das ist aber gefährlich. Also Echo hat natürlich eine Menge Wave Pressure gegen eine Camille, was im Early sehr gut hilft. Aber wenn die halt auf einen Wave-Clear-Item quasi kommen und sie kann auch sehr, sehr gut in einem Turret lasteten, dann wird Echo ein großes Problem bekommen. Und die Gank-Ability gegen Echo ist da, da bringt ihm seine Ultimate auch nicht so viel. Also der Echo hat halt auf der Top-Lane ein großes Risiko. In der Midlane ist es halt in der Tat so, dass Jayce im reinen 1v1 gegen Twisted Fate sehr gut funktioniert. Er hat ja hier auch die Läuterung mitgenommen. Also wenn er mal eine Goldcard abbekommt, der halt trotzdem über Jayce drüber fahren kann. Über den Twisted, Entschuldigung. Allerdings, Twisted ist ja auch kein Champion, der dafür bekannt ist, dass er halt eine Lane übel gut stompen oder snowballen kann. Sondern er ist ein Champion, der halt sehr, sehr gerne die Side-Lanes halt ausnutzt und dort auch global sehr, sehr viel Druck ausübt. Und das, finde ich, ist halt wieder ein Champion, der halt einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an Makro-Gameplay legt. Und das ist halt wiederum eine Sache, die halt High sehr, sehr gut liegt. Also ich sehe ihn auf einem Twisted-Feld wirklich. Ich denke, das ist ein Champion, der dort sehr, sehr gut reinpasst. Und vor allen Dingen hast du halt einen enorm guten Engage auf der Top-Lane. Du kannst zu dritt ohne Probleme den Echo abholen. Wenn die Camille engaged, Elise halt unterwegs ist und Twisted Fate noch mit ultet, da hast du halt auch immer eine Vorteilsituation, wo du halt genau weißt, du kannst halt diese Lane dort abusen. Und ich denke, dass sich hier auch viel über die Top-Lane abspielen wird. Zumindest im frühen Spielverlauf. Wenn der Echo erstmal tanky ist, dann ist es natürlich nicht mehr ganz so lohnenswert. So, auf geht's. Game Nummer 2. FlyQuest gegen Envy, 1-0 steht es bisher für FlyQuest. Und die wollen natürlich jetzt den Sack dicht machen. Sind ja noch immer mit ihren, ja, mit ihrer 6-4-Situation wahrscheinlich eigentlich sogar ganz zufrieden. In diesem Split, also ich könnte es mir vorstellen, dass sie da nicht die höchsten Ansprüche haben, gerade als neues Team. Finde ich, das ist doch ein sehr gelungener Start gewesen in den Split. Und ich denke, sie wollen sich da jetzt einfach weiter festigen. Dort in den Top 3 mitzuspielen ist nicht ganz so einfach, aber auch das ist noch drin. Bisher TSM und Cloud9 dort sehr, sehr weit vorne. So, jetzt sehen wir noch die Key Masteries noch bei jedem. Fervor of Battle ist bei Boards geworden. Fervor of Battle wurde ja auch gebufft. Auf dem aktuellen Patch 7.4 hält halt einfach 2 Sekunden länger an, was schon ein Vorteil ist. Also das kann man hier nachvollziehen. Du darfst ja nicht vergessen, dass du als Elise auch Engaged einen Auto-Tag benutzt, den Q als einen Auto-Reset benutzt und gleichzeitig halt noch die Stacks dafür bekommst und den halt auch danach gleich noch ein zweites Mal einsetzen kannst. Mit einem Auto-Tag kombiniert. Also hier kommst du halt sehr, sehr schnell auf deine Stacks. Währenddessen Seraph ist in Richtung Thunderlords gegangen. Das heißt, also ich gehe gerade davon aus, dass es wirklich ein AP-Echo auf der Top-Lane wird. Ich meine, das würde auch irgendwo Sinn machen. Der Tank-Echo hat einfach nicht genug Schaden, um einer Camille gefährlich zu werden. Ein AP-Echo hat aber einfach die Wave-Pressure, die er ausnutzen kann. Auf der anderen Seite ist er halt auch wieder gefährdet, da dort gegankt zu werden, weil er natürlich alles andere als tanky ist. Beiden Seiten sehen wir, na, nicht auf beiden Seiten den Raptoren-Start. Elise ist da für die Raptoren nicht ganz so gut geeignet. Sie fängt beim Red-Buff an. Die Sin hat zwar auch nicht den geilsten Start bei den Raptoren, aber er hat natürlich mit dem Jayce einen sehr, sehr guten Pull noch mit dazu, der halt ein bisschen AOE mit reinspammen kann. Und Lyra macht dafür jetzt den Red-Buff. Und dies entscheidet sich da halt für einen soliden Doppel-Buff-Start. Wird wahrscheinlich relativ schnell über Grump und über oder über Welfare, je nachdem, ihr Level 30 noch holen.
ist dann in der Lage, stark zu ganken. Lyra auch noch Level 2. Ist jetzt aber unterwegs für den frühen Level 2 Cheese Gang. Glamination wird hier angegangen. Ist auch schon ziemlich low. Ohne dass Lee Sin da ist. Der kommt jetzt mit dazu. Q sitzt. Und damit war es das auch. First Blood geht hier leider Gottes an Aku. Aber das kann man sich ja manchmal nicht aussuchen. Deine Lernkriecher oder auch deine dunklen Visionen, je nachdem. Die machen natürlich Schaden, die du halt nicht so richtig kontrollieren kannst. Der halt über Zeit kommt. Und da unterliegt man hier eindeutig dem Level 2 Gang. Weil man auch sagen muss, dass schon das Level 2 All-In von Envy halt wesentlich besser war. Aber da ist auch einfach wieder diese Problematik, dass Lulu halt einfach nicht wirklich stark in der Lane ist. Ah, ist der hier nicht ganz getroffen. Hier sehen wir es nochmal. Mal bevor überhaupt Lyra da ist, dann kann man schon gar nicht traden. Elimination hat halt alles genutzt, was er Level 1 nutzen konnte. Muss halt allein schon durch das Exhaust schon rausflashen. Zwar sein Exhaust-Ziel auch genutzt, aber der Q ist halt in so einem Winkel echt nicht schwierig zu treffen. Lyra, der hat sich da sehr, sehr gut positioniert, dass er auch nichts mehr verfehlen konnte. Und dann ist der Kill halt doch da. Oh, Seraph hat bis noch ganz schön wenig Mana. Hat halt allerdings schon raushauen müssen. Für ihn ist es halt vor allen Dingen auch schwierig, wenn er selber engagen kann, ist es okay. Aber wenn er selber engaged wird, dann hast du halt immer den Schild, der halt sofort gegen dich steht, gegen den traden muss. Der Schild wurde zwar ein bisschen genervt bei Camille, so gut wie alles wurde eigentlich genervt bei ihr, das muss man sich mal vorstellen. Passive wurde genervt, W wurde genervt, E wurde genervt, Q wurde genervt. Trotzdem kann man sie halt auch alleine immer noch spielen. Er hat sie den Stun nicht getroffen. Der Trade war ein bisschen schlechter für sie, aber all in all darf man nicht vergessen, dass sie halt noch mehr Stacks beziehungsweise mehr Mana von der Corrupting Potion hat. Putz! Schöner Bouncy normal, aber Alltag, der kriegt jetzt einfach ein Schild. Das ist immer so gut, wenn Seraph sich so aggressiv reinbewegt in Balls, weil diese Heilung und den starken Effekt von dem W kannst du bei einer Camille bloß ausnutzen, wenn der Gegner halt im äußeren Ring steht. Ah, Kuppel wurde hier vorbereitet. Bewegt sich einmal raus. Cocoon ist aber da. Oh, der hat verfehlt. Das ist bitter, aber Seraph hat kein Mana mehr. Der muss hier hundertprozentig flashen. Stun ist aber da. Und damit kein Escape mehr möglich. Und Lyra wird es jetzt möglich machen. Einer muss sich opfern. Einer muss sich opfern. Der erste ist gestorben. Der will, glaube ich, den zweiten Kill bekommen. Das wäre jetzt aber super risky. Ninja ist auf dem Weg. Wird aber gesehen von den Minions. Ah, oh, der Shockbass hat nicht getroffen. Man will trotzdem für den Geist gehen, für den Kill gehen. Es reicht auch. Der Flash rettet ihn nochmal. Läuterung da sehr, sehr schön genutzt, dass er einfach über den Stun quasi rübermarschieren konnte. Ein bisschen ärgerlich, weil Hai hat die Mitte nicht durchgepusht und lässt einen Slowpush da. Das ist gar nicht mehr so clever von ihm dort gespielt. Dass er die Lane dort freest. Er hat eine komplette Wave nochmal free nehmen können, hätte danach backen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hätte eventuell sogar für Level 6 reichen können. Also irgendwie ähnlich wie im letzten Game, auch wieder das Team, das besser ins Game reinkommt. Bis dahin war es vom FlyQuest echt gut gespielt. Der Cocoon hier, das sollte natürlich nicht passieren, dass der in so einer Situation noch verfehlt. Vor allem, weil Seraph ja nicht mal irgendwie einen Gap-Closer genutzt hat. Das dann hier aber nochmal optimal eingesetzt. Also hier auch einfach, dass Seraph nicht geflasht ist, war ein bisschen riskant von ihm. Und hier die zwei Minion-Schüsse, die hinterher fliegen, ist ärgerlich. Aber die reichen, dass dort sofort der Kill fällt. Ja, Ninja hat keine Sams mehr. Gold, richtige Entscheidung, sofort die Mitte jetzt zu ganken. Gold Card kommt raus. Jo, schön gemacht. Double Kill für High. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber hier auch natürlich riskant ins 2v2 reinzugehen, wenn du halt auf Seiten von der Envy gar keine Summoners mehr hast. Währenddessen halt Fly auch mit der etwas defensiveren Variante mit der Heilung spielt. Und er halt dort nicht nur sich, sondern natürlich auch Moon heilen kann. Und er sein Flash auch noch hat. Also hier einfach das Ganze taktisch gut herbeigeführt von FlyQuest. Ein Double Kill auf jeden Fall verdient. Jetzt sehen wir es mal in der Wiederholung. Direkt einfach Ninja Engage. Da war Hai noch nicht mal Level 5. Der ist jetzt Level 6. Er kann direkt wieder für den Roam gehen. Gold Card perfekt gezogen. Kuhn ist zwar nicht mehr da, aber der Schaden reicht genau aus. Auf den Auto-Attack passend. Um dort den Double Kill noch zu bekommen. Das gibt Hai jetzt natürlich einen guten Vorteil. Er entscheidet sich hier so ein bisschen für die skalierende Variante. Der World of Ages, der Stab der Zeitalter. Der es dort für ihn werden soll. Was okay ist. Gerade in dem Matchup, dass du halt nicht gewonshot wirst. Dann auch nochmal, um auf diese Heilung zurückzukommen. Du siehst Heilung mittlerweile wieder öfter in der Midlane. Liegt einfach daran, dass Ghost schlicht und ergreifend genervt wurde und 2 Sekunden braucht, bevor du halt wirklich diesen Movement Speed bekommst. Und diese 2 Sekunden können halt sehr unangenehm für Twisted sein, weil er meistens sofort nach seiner Ultimate quasi seinen Movement Speed haben möchte. Und wenn du halt wiederum vor der Ultimate schon Ghost ist, was ja auch möglich ist, verlierst du halt wieder Potenzial. Von diesem Summoner Spell.
Deshalb gehst du ja einfach für die, ja, für den defensiveren Ghost, denn auch die Heilung gibt dir Bewegungstempo. Zwar ein bisschen weniger und vor allem nicht so lange, wie es der Ghost tut. Aber dafür hast du halt auch noch dieses kleine bisschen extra Leben zur Verfügung, was halt in einigen Situationen einen Unterschied machen kann. Und das ist ja auch wieder so ein Summoner-Spell, der auch nicht nur für dich gut ist, sondern der halt auch einfach deine Teammates retten kann. Also auch dahingehend muss man das einfach ein bisschen flexibler, glaube ich, betrachten. Früher war es ja auch so, dass Heilung quasi immer ein bisschen Teil der Heilung gegeben hat für dein Teammate. Mittlerweile kriegt halt dein Teammate auch 100% der Heilung. Und Balls hat immer noch kein Problem in dem Matchup. Ist von dem Level her vor allem ein bisschen ein Vorteil. Bisschen fällt. Ah, jetzt sieht man's. Da hat Seraph natürlich ein großes Problem. High läuft einfach rein. Stunt jetzt. Selbst wenn er die Ultimate nutzt, hat halt einfach den Nachteil, dass halt nicht sofort in der Base ist. Der Flash rettet ihn dort auch nochmal. Der Stunt kommt hinterher. Der nächste Stunt folgt so klar. Oh Gott! Die Wildcards treffen nicht, weil er sein E nochmal auslösen konnte und danach erst gestunt wurde. Glück im Unglück, sagt man auch immer so schön. Ja, das war halt die Kombination, von der ich vorhin gesprochen habe. Dass Camilla einfach direkt reingeht und du kannst das Ultimate halt nicht defensiv dann einsetzen. Von Echo, sondern muss halt gut abwarten. Oh, das bitte. Double Stun kommt nicht ganz durch, aber Lyra ist wieder flashlos. Zumindest die PCS kann er sich noch mitnehmen. Und Ninja macht es genau richtig. Der pusht halt in der Zeit die Midlane. Muss halt natürlich ein Twisted Fate dafür, dass er auf der Lane nicht stark ist. Dafür, dass er viel Roam gehen will, auch irgendwie punishen. Und das versuchst du halt, indem du halt die Lane konsequent reinpushst gegen ihn. Das ist die beste Möglichkeit, die du halt an der Stelle eigentlich hast. Und ein Jace ist halt auch dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell Türme einreißen kann. Hier in dem Fall hat man es halt überbrückt, indem man Moon einfach in die Mitte gesetzt hat. Der kann es kurz halten und auch Ninja, der den Blue Buff hier entgegennehmen wollte. Also noch steht der Turm halt ohne Probleme. Aber je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es natürlich für Twisted, sich von der Lane zu lösen, ohne dafür Hatter gepunished zu werden. Das bringt halt nichts, wenn du wie eben zum Beispiel auf die Top-Lane portest, einen Flash bekommst, was ja gut und schön ist. Also Twisted Fate Ultimate für einen Flash zu traden, jederzeit. Aber wenn du dafür halt noch einen Turm verlierst und selber gar nichts bekommst, ist es halt trotzdem ein bitterer Tausch. Im Botlane ist diesmal kein Mordekaiser unterwegs. Ich muss auch sagen, die Unterschiede sind diesmal auf der Botlane wesentlich geringer. Es ist halt so eine kleine Farmlane. Ganz am Anfang halt der eine aggressive Move, wenn man halt den Gank vorbereitet hat. Und seit dato hat man halt nichts gemacht, außer halt so ein bisschen gebrolane. Das ist ja mal so diese treffende Bezeichnung. Und die Leute sich halt einfach gegenseitig farmen lassen, ohne sich großartig dort stören zu wollen. Aber was die reinen Scalings angeht, ist Jhin natürlich gut und schön. Aber Altec, der hat natürlich so ein bisschen mehr dieses Hyper-Carry-Potenzial. Gerade mit einer Lulu zusammen kann eine Caitlyn schon ziemlich unangenehm werden im Late-Game. Na, der Schaden erstmal da ist. Seraph ist wieder Richtung Top-Lane unterwegs. Und vor allen Dingen Heiß Ultimate steht bald wieder zur Verfügung. Das ist wahrscheinlich der nächstwichtigere Punkt hier. Bin gespannt, für welche Lane er sich diesmal einsetzen wird. Ich denke, Top-Lane ist noch immer Point to go. Vor allen Dingen, weil es halt wirklich jetzt ein AP-Echo wird. Schon, er hat sich dort halt den Hexig-Revolver geholt. Das heißt, es wird hier der Proto-Bell werden. Damit bist du zwar all in all natürlich vom Damage her besser mit dabei. Ich denke auch im Matchup macht es halt mehr Sinn, den Bild zu gehen. Aber fürs Team ist es natürlich ein bisschen schlechter, weil du keine richtige Frontline hast. Auf der anderen Seite hast du halt, ja, zwei mehr oder minder starke Off-Tanks. So Camille, die natürlich ein Off-Tank ist. Und du hast halt eine Elise, die mit dazu kommen wird. Und jetzt kommt wieder der Top-Lane-Fokus. Oh lol, er hat die Ultimate von Camille perfekt gedodged mit seiner Ultimate. Das war ja richtig sneaky, aber es reicht halt trotzdem nicht. Oh, wobei, die Kuppel wird gesetzt, aber der Slow ist noch da vom B. Also hier einfach der Top-Lane-Fokus, den ich auch vor dem Game so ein bisschen prediktet habe, der kommt hier halt auch voll und ganz durch. Und finde ich taktisch halt sehr clever gespielt von FlyQuest. Aber interessant, wenn du Camille quasi in der Ultimate-Animation ultest als Echo, kann er die Ultimate komplett zerstören, aufreißen, vernichten, ausradieren. Das ist ja mal interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so von der Interaktion her funktioniert. Ist aber für Echo also doch ein Punkt, den er ausnutzen kann. Das heißt, er kann seine Ultimate zwar nicht defensiv einsetzen, aber er kann verhindern, dass er halt festgehalten wird. Und je nachdem, ob er seinen Flash parat hat mit Protobelt, ist er gegen die Ganks doch relativ gut aufgestellt, wenn er es halt clever anstellt. Aber es ist eine Mechanik, die schwierig ist, weil die Animation von der Camille Ultimate ist natürlich nicht lange. Und die kündigt sich auch nicht großartig vorher an. Weil dann musst du halt wirklich on point das Ganze machen, dass du da wirklich rauskommen kannst. Aber eben, das war dieses, ja, Best Case quasi, dass es da perfekt dodgen kann. Echo Fox hat Anivia gepickt. Das ist keine Seltenheit, Mike Mark.
Also Froggen ist ja sowieso ein sehr, sehr stark Anivia-orientierter Spieler. Das heißt, Anivia-orientiert ist der Einzige, der Anivia noch in der LCS spielt. Aber das ist ja auch mit relativ gutem Erfolg. Mich auch wieder so ein bisschen an den Champion rangewagt. Ich muss sagen, Anivia ist halt echt gut, wenn man sie als Team einsetzen kann. Ich bin wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ah, Moon hat sich ein bisschen gekitet und hat beim Kiten zufälligerweise dort noch eine Control Ward entdeckt. Das ist übrigens auch, ne, da wo ihr die Control Ward gerade gesehen habt, so als kleiner Tipp nebenbei, ist für die Solo-Queue auch ein ziemlich guter Spot. Weil kaum einer checkt diesen Busch ab und diese Wards überdauern teilweise wirklich ein gesamtes Game lang dort. Und du hast halt immer und immer wieder jemanden, der dort durchläuft, um einfach zu tracken. Dass du immer wieder weißt, wo der Jungler ist, wo er sich gerade aufhält, welche Camps hat er gemacht. Wie rotieren die Gegner. Wann ist der Red Buff ab? Wann sind die Gegner am Red Buff? Und so weiter und so fort. Also die Ward dort zu platzieren ist schon ein relativ guter Move. Und auch hier, der Moon ist ja nicht mit Absicht in den Busch gegangen, um zu gucken, hey, steht da vielleicht eine Pink Ward drin. Sondern ist halt bloß zufälligerweise reingegangen, weil er diesen Red Buff ein bisschen dort kiten wollte. Ah, schön gemacht. Den leeren Krabbel aber zwischen den Kokonen gestellt. Also hier kommen nochmal alle raus. Ward zieht sich auch nicht hinterher. Der Drache jetzt aber eine mögliche Option hier für Flygfest. Hype braucht noch ein bisschen. Die Ultimate hat so ungefähr 15 bis 20 Sekunden noch Cooldown. Oh, Lamination, der wird angegangen. Darf sich gar nicht mehr bewegen. Allerdings ist Balls noch da. Der kassiert jetzt aber gut. Da wird ihn auch keine Lulu-Ultimate mehr retten kommen. Seraph kommt von hinten in der Zwickmühle des Flygfest. Kassiert ja auch ordentlich was. Seraph der Ultimate noch mal ein bisschen weiter in Position gebracht. Aber Moon kommt hier noch mal gerade so raus. Das Repel auch nicht optimal eingesetzt, aber es hat gereicht. Er hat den letzten Schuss von der Ultimate von Jhin trotzdem noch kassiert. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber es hat trotzdem gereicht mit dem Flash, um da halt noch gänzlich den Gegner zu entfleuchten. Ja, Drache, der geht hier natürlich jetzt trotzdem an Envy. Mit den zwei Kills haben sich das auch richtig verdient, ohne Frage. Dann sehen wir es nochmal. Ah, ein Knallzapf gut eingesetzt, rübergesprungen. Aber Lamination ist halt, hat wirklich zu spät reagiert. Wollte ihm die Ward setzen. Ward hat ihm versucht zu helfen. Und bezahlt das Ganze mit seinem Leben. Seraph hat einen relativ guten Spot da hinten gehabt, auch mit der Control Ward, dass er drauf warten kann. Das war ein schönes Repair von Moon. Er hat halt den Lee Sin gleich ausgenutzt. Sie hat einfach repaired und ist dann halt. Ich bin mir nicht sicher, kann sich auch auf die Ward repaired haben, aber ich glaube, er hat auf die Ward keine Sicht gehabt. Und ist dann halt direkt über die Wall geflasht. Also für ihn hier mal Glück im Unglück. Und ist dann getroffen. Oh, der Shockbass darf nicht missen. Wenn er den trifft, kann man eventuell sogar für einen Kill gehen. Jetzt gehen wir mal die Red Card. Ich glaube, auch eine Gold Card wäre besser gewesen in dem Augenblick. Ich glaube, es sollte auch eigentlich eine Gold Card werden. Na, eventuell nochmal was umdrehen zu können. Twisted Fate Ultimate steht aber nach wie vor zur Verfügung. Ich bin gespannt, wie man sie einsetzen kann. Top Lane ist jetzt wieder auf der Lane. Bisher noch alle Türme da. Turret First Blood ist noch nicht gefallen. Das wird auch der erste springende Punkt sein. Wieder ein Blue Buff, der hier an Jace gegeben wird. Ah, High ist halt ein bisschen ohne Mana unterwegs. Aber er hat die Wave eben vorher noch rausgepusht, würde also nicht viel am Turm verlieren, wenn er jetzt backportet. Und Jace ist auch am Backporten. Bisher allerdings schon zwei Jumos gerade vorhanden bei Envy. Und das ist natürlich für den Status, für den Punkt des Spiels, ein ziemlich guter Power-Spike. Envy ist halt sofort effektiv. Vor allem brauchen. Envy, sag ich schon. Jumos ist sofort effektiv. Braucht halt keine großartige Item-Synergie, sondern ist halt sofort goldeffizient. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Rod of Ages, der halt. Erstmal stacken muss. Erstmal seine 10 Minütchen braucht, nachdem er gebaut wurde, wo er so ganz gemächlich ins Spielchen reinkommt. Das ist halt eher das ruhige Item. Aber es gibt ja auf der anderen Seite auch eine Menge Sicherheit. Das ist sehr, sehr angenehm, mit dem Rod auch in der Mitte zu spielen. Weil Twist ist ja von Natur aus nicht der tankigste Champion. Der Rod, der ändert das Ganze aber so ein bisschen und gibt ihm halt einfach mehr Überlebensqualitäten. Und die brauchst du gegen Jace auch einfach. Also ich finde es vollkommen okay, dass er für die Rod-Variante geht. Nein, die ist jetzt Richtung Midlane unterwegs, hat aber gerade mit der Pflanze die Ward dort entdeckt. Oder auch nicht. Ah, ich dachte, sie ist eine Ward zugegen. Doch, hat sie. Darum steht aber immer noch eine, die man halt nicht gesehen hat. Oh, da kommst du nicht raus, Seraph. Ist hängen geblieben in der Ultimate. Diesmal hat das halt nicht perfekt getimed. Und das kostet ihn dann halt sofort sein Leben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann es auch nicht erwarten. Es ist wirklich ein äußerst schwieriges Timing. Aber dafür kriegt man jetzt Crossmap-mäßig das Turret First Blood. Hat zwar keinen Kill bekommen, aber muss man auch gar nicht. Das finde ich nach wie vor ganz schön, dass Moon halt immer die Mitte hält, wenn dort die Rotation von High kommt. Aber die verlierende Botlane hat jetzt doch sehr, sehr viel an Gold insgesamt gekostet. Zweimal konnte man Lulu schon abholen. Im CS ist man halt ein bisschen geheilt, das ist gar nicht ganz so schlimm. Oh, da kann High sogar. Na, nee, da muss er den Roam wirklich respektieren. Mal schöner Stun, allerdings wird er ja auch ganz schön durchgezählt. Muss ja auch sofort rausflashen.
vier Mann jetzt in der Midlane. Ja, aber auch nochmal darauf zurückzukommen. Man hat natürlich den Toplane-Fokus von FlyQuest sehr, sehr schnell bemerkt. Auf Seiten von Envy haben wir es gesehen, das Ultimate einfach zu spät gezündet von Seraph. Dadurch konnte er das Ultimate von Balls diesmal nicht blockieren. Schade. Die Mechanik ist halt sehr interessant. Aber wie gesagt, schwierig umzusetzen. Nee, aber Envy hat genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen halt für die Counter-Ganks auf der Toplane, was schwierig ist, weil wenn du halt dies nicht tracken kannst, weil du dann halt in eine 3 gegen 2 Situation dort reingerätst, was du auch nicht willst. Und auf der anderen Seite hast du halt die Möglichkeit, für Crossman-Plays zu gehen und den Druck als die Sinn halt in Richtung Botlane zu richten. Und genau das hat er gemacht. Dadurch hat er zwar keinen Kill bekommen, aber es Turret Trustbad, was halt auch überhaupt nicht schade drum ist. Das Turret Trustbad ist halt sehr, sehr viel wert. Und man kriegt halt nicht nur den Botlane-Turm dadurch, sondern auch Midlane, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Twisted kannst du halt das Punishen, indem du dann einfach reinpusht, wenn er von der Lane geht. Auch das funktioniert halt ziemlich gut. Der Turm ist halt auch schon fast abgeholt worden. Und das ist halt einfach der Unterschied. Auf der einen Seite hast du halt einfach Kills, die fallen. Auf der anderen Seite hast du halt Objectives, die genommen werden. Ah, man kommt nicht für die Gold Card ran. Kuhn trifft ja auch nicht. Moon allgemein nicht so treffsicher in dem Game. Wird die jetzt abgeholt? Die Gold Card kommt nochmal raus. Der Schaden, der ist halt nicht so ganz da. Kumpel wurde gesetzt. Er hat keinen Flash mehr. Und jetzt wird er aufgeräumt. Da putzt man doch mit FlyQuest einfach mal den Boden. 3 Kills komplett for free und der Nasher ist leider noch nicht ganz da. Also den wird Envy hier nicht ganz bekommen können, aber den mittleren Turm wird man mindestens bekommen. Den Herald gibt es halt oben drauf. Der obere Turm kann halt auch schon fast abgeholt werden. Also sie sind halt einfach deutlich dominanter, was die einzelnen Lanes angeht. Das war sogar noch so gemein, nimmt sich den Blue Buff mit vom Gegner. Dinge nochmal gestellt, aber auch hier ist Visit Ultimate halt einfach nicht aggressiv genug gestellt. Man kann halt einfach rausflashen. Goldcard ist jetzt ausgelaufen. Cocoon trifft halt nichts. Währenddessen trifft halt alles Moon. Er trifft nichts, wird aber von einem getroffen. Das ist halt eine sehr, sehr schlichte Ausgangsposition. Und da kann man sich ein bisschen zurückziehen. Seraphim mit einer wunderbaren Kuppel. Kann damit dann quasi die beiden Kills sichern. Das sieht für irgendwie ziemlich gut aus. Sie haben jetzt schon 4000. Mit dem Turm dann sogar 5000 Gold Vorsprung. Das dauert auch noch ein bisschen. Den kriegt man noch nicht ganz. Frage ist halt, wie Scaling technisch aussieht. Erstmal mit dem Bild hat er einfach den Nachteil, dass er später sehr, sehr schnell in Teamfights rauskriegen muss, gerade wenn er einmal eine Gold Card kassiert. Die sind halt nicht die geilsten Scalings. Jace ist halt auch nie fürs Late Game, sagen wir mal, nicht der Best Champion. Also Late Game technisch muss ich sagen, gebe ich es doch eher an FlyQuest mit der Camille, mit dem Twisted und mit der Caitlyn-Lulu-Kombination vor allen Dingen, die da halt auch ziemlich für Schaden sorgen kann. Und da, wo Schaden ist, hast du halt auf der anderen Seite keine Frontline. Weil du halt einfach einen Echo hast, der halt auf AP geht. Was, ja, wie gesagt, ne, ich habe ja meine Meinung jetzt schon dazu gesagt. Ich finde es vollkommen okay. Ich mag das Echo-Bild gerade so in die Matchup. Man muss auch sagen, dafür, dass er so viel Druck bisher gegen sich bekommen hat. Also, auch wie er von Twisted jetzt schön das Ultimate gezogen hat. 2-3-2 Stats auf der Top-Lane zu haben, mit mehr Farm und den gegnerischen Turm fast solo geholt, finde ich, ist schon eine ziemlich gute Leistung. Also, Seraph macht ein schönes Spiel, all in all. Mittlere Turm, dadurch, dass der jetzt fehlt, kann man sich halt sehr, sehr gut in den gegnerischen Jungle begeben. Camille sollte zusehen, dass sie ihre Beine in die Hand nimmt. Das könnte aber schon zu spät sein. Lyra ist unterwegs, der Kick, der kommt. Oh, den hat man sogar gecountert mit dem eigenen Malzahul. Die Mage spielt aber keine Rolle. Also hier ist der Kill auf jeden Fall safe. Da kann ja nichts passieren. Ist ein Overkill sogar an der Stelle. Da ist er. Alle guten Dinge sind drei. Der dritte Turm, der hier für Envy fällt. Natürlich die zwei Bergdrachen, die auch gut dabei helfen. Einfach, dass man die Türme ein bisschen schneller pushen kann. Der Goldvorteil natürlich jetzt auch nicht unerheblich. Immerhin hat man einen Turm schon bekommen können. Von Seite von FlyQuest. Und für sie geht es jetzt wirklich darum, sehr ruhig zu spielen, sehr gelassen zu spielen. Also einfach die Situation auch so zu betrachten, wie sie halt wirklich ist. Jetzt nicht zu paniken und zu sagen, hey, wir müssen jetzt die übelsten Plays machen. Ich denke schon, dass sie sich da Zeit lassen können. Der Nasher darf natürlich nicht weggehen, das ist keine Frage. Aber ich sehe momentan auch Envy nicht in der Position, wo sie Nasher halt schnell nehmen können. Dazu müssten sie halt vorher wieder die Catches kriegen und das ist gar nicht mal ganz so einfach. Solange halt FlyQuest gut die Sichtkontrolle behält.
Ja, da hat wohl jemand zwei Last Hits versaut. Habe ich genau gesehen. Macht jetzt natürlich auch den Braten nicht fett. Wobei, es läppert sich halt schon. Wenn du halt von jeder Wave zwei Last Hits bist, dann fehlt halt ordentlich was. Alleine schon zu Minute 20 hin. Normalerweise sagt man ja mal, wenn du halt wirklich gut sein willst, solltest du halt ungefähr 100 CS in 10 Minuten packen. Also deine 10 CS pro Minute, quasi, wenn man es weiter runterrechnet. Und das ist halt in der Tat, das hört sich immer so einfach an, ne? 10 CS ist ja wirklich nicht viel, das sind halt anderthalb Waves. Aber kriegt man auch 100% von der Wave erstmal, und zwar bei jeder Wave. Das ist gar nicht mal so einfach. Und ich glaube, das ist halt auch so meistens der Grund, der halt wirklich Weltklasse-Spieler von einem, sag ich mal, Solo-Q-Rest in Anführungsstrichen trennt. Twisted Fate Ultimate jetzt hier aktiviert. Man geht hinterher. Balls ist aber nicht in Ultimate-Reichweite. Das reicht nicht ganz. Auch hier wieder bloß ein Flash bekommen. Das Balls nicht geflasht. Das wundert mich ein bisschen. Mit dem Flash hätten sie halt einen safen Kill gehabt von ihm. Auf der anderen Seite hat man halt Twisted Fate Ultimate wieder eingesetzt. Verliert dafür aber den Top-Lane-Turm. Also Envy ist einfach super clever, wenn es daran geht, Crossmap-mäßig gegen Twisted zu traden. Und ich muss auch sagen, bisher ist FlyQuest nicht dabei zu adaptieren, sondern es bleibt bei dem Echo-Fokus. Das klappt halt einfach nicht gut genug. Es wird übrigens Gott sei Dank keine Infinity Caitlyn, sondern es wird halt wirklich eine Crit Caitlyn. Oh, Elimination, der wird hier komplett weggebügelt. Hat sogar noch sein Flash gehabt, also über die Wand wäre er rübergekommen. Und gestunt war er auch nicht mehr, also hier vielleicht ein bisschen zu nachlässig mit diesem Mana. Ich denke schon, dass man das da überleben kann. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass der Schockblast ihn dann noch aus allen Nähten reißt. Steht mittlerweile schon 0-4-0. Muss halt wirklich sagen, High hat zwar die 3 Kills, aber es bringt dir halt alles nichts. Das Gold ist halt bei Jayce trotzdem deutlich höher. Nicht unbedingt, weil er ein bisschen mehr Farm hat. Das ist halt, wie gesagt, dadurch zustande gekommen, dass halt Twisted eben zu viel mit der Ultimate von Lane runtergeht. Aber er hat halt einfach dieses ganze globale Gold. Und 3 Türme Unterschied ist halt schon eine ganze Menge. FlyQuest einfach in einer so defensiven Situation momentan, dass sie halt auch kaum sich in der Lage sehen, für Catches gehen zu können. Das ist halt immer wieder der Echo-Fokus. Das klappt halt einfach nicht gut genug. So, Kills bekommen ist halt die eine Sache, aber keine Objectives zu kriegen ist halt echt eine Sache, die dich Kopf und Kragen kosten kann. Das ist halt auch immer der Unterschied, ne? Ob du wirklich mit einem Catch noch ein Objective danach forcen kannst oder ob es halt wirklich bloß diese 300 Gold sind durch einen Kill. Und 300 Gold, wenn man ehrlich ist, halt echt nicht so viel. 15 bis 20 CS, 3 Waves für einen Midlaner zum Beispiel. Hast halt so einen Kill schon fast draußen. Das Surf jetzt hier sehr aggressiv gegen Balls. Der sollte sehen, dass er da mal rauskommt. Hat dieser magische Schild, da muss aber flashen. Das wird ihm aber nicht reichen. Der E, der fliegt halt hinterher. Der Solo-Kill, der Stars Surf einfach deutlich dominanter, auch im Top-Lane-Matchup. Der AP-Echo, der macht sich ja wirklich bezahlt, auch mit dem aggressiven Bild. Okay, halt trotzdem nicht ganz über. Probiert es mit einem Steal, aber kriegt ihn nicht. Der Nasher ist da und ich denke mal, jetzt wird Envy das ziemlich solide dort nicht runterspielen können. Der Killer twistet, der fällt hier. Seraph doch in einer guten, flankierenden Position. Lamination wird abgeholt. Kriegt noch sein Schild mit dazu, braucht sich auch keine Sorgen machen. Also der Schaden, den kriegt er hier nicht ab. Und jetzt muss man einfach die Türme holen. Envy spielen das ziemlich sauber. Also ich bin wirklich überrascht, wie souverän sie es hier runterspielen können. Aber im ersten Game war das Game halt eine absolute Böllerei. Wo halt kein Team sich so richtig gut etablieren konnte. Jetzt sieht man halt einfach, wie stark gerade Envy sein kann. Wenn sie es halt einfach besser spielen als FlyQuest. Und das ist ein Envy, wie ich es halt gerne vom Anfang an des Bits gesehen hätte. Sie machen halt wirklich perfekt draus. Der Drop war halt ziemlich gut. Der Ecke auf der Top-Lane kann in der Kombination halt einfach überleben. Und das ist halt so eigentlich alles, was er machen soll. Eigentlich nur überleben. Und tatsächlich überlebt er halt nicht nur, sondern nimmt halt auch einfach 4 Kills mit. Und an 7 Kills insgesamt beteiligt. Und dann haben wir natürlich auch nicht vergessen, dass Lyra habe ich bisher noch gar nicht so richtig erwähnt, aber Lyra hat halt einen echt guten Job gemacht. Er war halt immer da, wo er sein sollte, da wo er am meisten rausholen konnte, ist eben nicht diesen Twisted Fate Ultimate hinterhergelaufen. Und hat halt darüber das Turret First Blood bekommen, den ersten Gank, den Cheese Gank, den er durchgebracht hat. Also Lyra hat halt super viel Impact gehabt. Der Importer hat sich hier aus Korea auf jeden Fall bezahlt gemacht, was dieses Game angeht. Diese 614 Stats, die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die hat er sich schon verdient.
Vielleicht gleich mal die Items an, allein von den Supportern. Das ist, finde ich, so der größte Unterschied. Und der ist halt schon echt, echt krass. Was halt ein Malzahar, der einen Kristallzettel fertig hat und ein Hornding-Guy ist, was halt ein ziemlich guter Power-Spike für ihn ist. Auf der anderen Seite hast du einen Lulu, der halt ihr Support-Item hat. Einfach nur ihr Support-Item. Das heißt, Lulu ist halt weit mehr als ein Item hinterher und das ist schon bitter. Nein, die Traps werden hier nochmal zu verteidigen, schön in der Reihe dort aufgestellt. Aber man ist halt nicht nur dabei, den unteren Turm zu pushen, man ist auch dabei, den mittleren und den oberen Turm auch zu pushen. Man sieht halt auch, was Seraph gerade für Potenzial hat. Der macht so viel Schaden mit einem E. Lichbane-Proc plus der Herald-Proc dazu. Das ist halt phänomenal. Der kann so schnell die Türme einpushen. Man hat niemanden, der ihn gerade im Split-Push quasi aufhalten kann. Der Echo-Pick ist halt einfach ein Nonplusultra gewesen. Der fällt viel zu schnell. Die drei Bergdrachen, die helfen natürlich auch gut, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist halt Lichbane-Proc mit dem E mit dazu. Plus halt, dass die drei Bergdrachen dann nochmal aufgerechnet werden müssen. Und da geht es natürlich noch besonders schnell. Und der Herald natürlich, den hatte ich ja eben auch schon erwähnt. Also das ist halt echt schwierig, da jetzt die Türme zu halten. Da kann man Flyquest nicht mehr vorfahren. Das ist einfach schon zu weit zu hinten, das Game. Das snowballt jetzt einfach. Die Lawine rollt auf sie zu und sie kann halt nichts machen, um sie aufzuhalten. Das ist quasi, als ob du so ein kleines Feuerzeug in die Lawine reinschmeißt und hoffst, dass das Eis einfach wegschmilzt. Aber es würde halt nicht schmelzen, sondern du wirst sie halt einfach von Envy überrollt werden. Und da sehe ich momentan Flyquest auch in keiner Position, wo sie halt noch irgendetwas tun könnten. So, die einzige Möglichkeit, die sie halt nicht hätten, in dem Game zurückzukommen, wäre, dass Envy in typische Solo-Queue-Manie verfällt und einfach sagt, ja, wir gehen alle einzeln und lassen uns alle einzeln irgendwie catchen, aber es wird nicht passieren. Dazu spielt Envy das Game gerade zu sauber. Also hier natürlich auch einfach komplett positiv zu erwähnen. So, jetzt hat man schon die Wave da oben in Slow Push gesetzt. Die wird man gleich halt mit unter den Turret nehmen. Jetzt musst du eigentlich bloß noch warten bis Botlane und bis Midlane halt ganz in Ruhe ein bisschen reinpushen. Versuchst halt jedes Mal nur ein paar Attacks auf den Turm raufzubringen. Der Turm, da steht halt kaum noch. Du kannst wahrscheinlich mit der Wave, obwohl, kommt drauf an, wie viel Twisted clearen kann, aber die Wildcats haben gar nichts erreicht. Die Kuppel wird halt zum Zone gesetzt. So, Jin Ultimate wird zum Zone genutzt, muss bis einmal ganz kurz an den Turm rankommen. Und jetzt wird er schon fast knapp. Hi, der wird hier komplett überrannt. Kriegt auch keine Goldcard mehr, die Blue Card ist da. Aber Stundenglas rettet ihn nochmal sein Leben, aber die drei Inhibitoren sind halt weg. Die drei Inhibitoren sind halt komplett weg. Und damit heißt es jetzt nicht nur ein, nicht nur zwei, nicht nur drei Super-Vasallen, die jetzt pro Wave dort reinkommen, sondern sechs insgesamt. Das Ganze verdoppelt sich halt, wenn du alle Inhibitoren hast. Weil alleine da kriegst du schon Probleme. Nicht nur, dass halt die Gegner gefiedelt sind, sondern dass halt auch einfach immense Massen dort an Minions auf dich zurollen. Ganze Armada. Und die kriegt man jetzt schon kaum rausgekehrt. Ne? Goldcard ist zwar wieder da. Ist dann einfach cool, die Wildcard sitzt nicht ganz. Seraph ist ein bisschen low an der Stelle, den kann man hier auch abholen. Aber der Turm, der wird hier trotzdem getradet. Also nichts gibt es hier umsonst. Schön gemacht von Balls. Der will daher. Ultimate ist drauf. Ninja wird zurückgestoßen. Den kriegt man ja auch. Apollo ist noch in der Ultimate gefangen. Allerdings kann man jetzt nicht ganz aufräumen. Schöner Cocoon noch mehr. Fliegt dann Lyra vorbei und trifft immer noch Apollo. Aber es sind jetzt halt einfach bloß noch Kills, die komplett belanglos sind. 3 zu 1 kann man nochmal tauschen. Aber auch wenn du so ein Teamfight gewinnst, verlierst du das Game halt trotz allem. Und wenn wir jetzt realistisch sind, wenn man in anderthalb 35 Sekunden wieder da ist und zu fünft in die Basis jetzt dort wirklich reinmarschiert mit den Vasallenwellen, dann kannst du halt auch im Teamwelt wahrscheinlich sauber acen. Du wirst trotzdem den letzten Turm verlieren. Flyquest ist einfach komplett mit dem Rücken an der Wand. Sehen wir es mal. Redemption zum Wave hier genutzt. Auch eine Art und Weise. Von Seraph das Ganze ein bisschen sehr aggressiv. Vor allem, dass er ihn eh nochmal ausnutzt. Sie hat ein Stundenglas reingegangen, hat keine Ultimate mehr. Stirbt er natürlich einfach. Jetzt muss man sich ein bisschen zurückziehen, den Turm hat man trotzdem nehmen können. Also hier muss man auch sagen, im Teamfight die Tümmel noch eine sehr schöne Entscheidung, dass man da wirklich den Turm noch mit rausnimmt. Jetzt kann man Ninja direkt auslöschen. Der Kick war nochmal echt gut. Hai nochmal direkt durch sein Mate durchgekickt und Balls hat man dadurch sehr, sehr schön noch rausnehmen können. Aber der Rest, der muss halt einfach fliehen. Guck mal, das ist nicht mal Spieler. Nicht mal Spieler und sie schaffen es halt wirklich dort, den Turm kaum zu halten. So, und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Nasher 30 Sekunden. Und wenn Envy jetzt halt alles sauber machen wollen, dann geht ihn 30 Sekunden für Nasher. Danach
machen die halt einfach nochmal richtig Dampf, geben nochmal einmal Feuer. Und dann haben sie auch das Game. Also ich glaube, das lassen sie sich halt echt nicht mehr aus der Hand reißen. FlyQuest haben halt gute Ansätze gehabt. Der Top-Lane-Fokus, der war vollkommen okay, muss ich sagen. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Du hast einen Twisted, der im Game drin ist. Hast dafür aber eine Camille, die zwar gesittet wurde, aber überhaupt nicht im Game zurechtkommt. Du hast halt auch eine Botlane, die halt nicht viel zu melden hat. Caitlyn ist zwar auch gut im Game, vor allen Dingen hat Caitlyn 70 CS Vorsprung. Schaden ist also da. Aber mit einer 0,5 Lulu dazu, musst du halt auch nicht lange halten können. Guckt euch das an. Das ist die Macht von drei Bergdrachen. Den Nasher einfach gefühlt in 0,5 Sekunden einfach mitgenommen. Ich glaube, sie wollen den Drachen auch noch mitnehmen. Die brauchen eigentlich nicht. Eigentlich können sie direkt für den Finish gehen. Die Toren kommen zwar gleich wieder, aber die werden halt genauso schnell fallen wie der Nasher. Die Fallen sehen auch süß aus. Aber hier sind halt keine Türme mehr, die da irgendwie unterstützend zur Verfügung stehen könnten. Sieht schon, Echo geht da wieder so ein bisschen in die Sidelane mit rein. Auch da wird der Inhibitor ja gleich wieder da sein und dann wird man ihn versuchen halt über Echo abzureißen. Allgemein, du kannst das ganze Game, die ganze Tiefe jetzt einfach ganz ruhig über Echo laufen lassen. Guck mal, die kommen halt ganz kurz nur ran an den Inhib. Der fällt so schnell. Kaputt ist er. Inhib Nummer 2 also wieder genommen hier. Elimination, der ist auch wirklich bloß da, um Poke zu fressen. Hier sehen wir es nochmal. Ein nach dem anderen kriegt er reingedrückt. Pirate sehr aggressiv unterwegs. Ein Turm! Ein kleines Türmchen steht da noch. Aber es ist auch schon der schiefe Turm von Pisa. Der wird es nicht lange machen. Hi, nochmal mit dem Engage versuchen mit der Ultimate. Das sah aber schon mehr verzweifelt aus, als dass man da halt irgendwas rausholen können. Aber das Team war ja nicht mehr bereit dazu zu followen, sondern er stirbt da komplett for free. Der Suizid, der Ehrensuizid quasi. Aber das wird hier nicht mehr reichen. Der Nexus, der ist weg und damit steht es 1:1, meine Lieben. Envy kann sich hier wirklich super gut behaupten, hätte ich nicht gedacht, dass sie im zweiten Game wirklich nochmal so eine richtig große Schippe rauflegen können. Sie waren ja auch verdientermaßen wirklich das gewinnende Team. Haben halt so gut wie in jeder Situation das Ganze dominieren können. Man muss auch sagen, für mich, ähnlich wie im ersten Game, das Makro-Gameplay, für das ja FlyQuest so bekannt ist sonst, das halt über High reingetragen wird, war nicht so richtig da. Also alles, was über das Makro-Gameplay zustande kam, waren halt die Top-Lane-Gangs von Twisted Fate. Und das war es dann auch schon. Und alle Solo-Lanes, alle einzelnen Positionen haben halt kein gutes Spiel gehabt. Elise war halt katastrophal. Man muss auch sagen, das Game kann halt grundlegend auch anders laufen, wenn Elise halt mehr Impact hat. Aber Elise hat halt in 3, 4, 5 Situationen im Early einfach Cocoon gemisst, der so einfach zu treffen war. Allein schon der Gank auf der Lane im Early. Dann stellt euch mal vor, Lee Sin läuft Level 2 auf die Botlane, kriegt einen Kill raus. Elise geht Level 3 oder Level 4 war es, glaube ich, auf die Top-Lane, wartet Ewigkeiten in den Busch. Der Echo steht genau vor ihr, benutzt nicht ein Spell, nichts, gar nichts und sie misst den Cocoon. Und er kommt halt raus, ohne irgendwas nutzen zu müssen. Oder flashen muss da, glaube ich, in dem Moment. Das sind aber Sachen, die halt einfach dazu führen, dass du halt ein Game nicht konsequent gewinnen kannst. Also hier natürlich muss man Moon vielleicht auch ein bisschen dafür in Verantwortung ziehen, dass halt einfach kein Impact im Jungle da war. Dass er einfach nicht genug Druck aufbauen konnte. Und dass halt wirklich der Druck in der kompletten Karte alleine von Twisted Fate aufgebaut wurde. Und das reicht nicht. Das reicht halt einfach nicht in der Team-Comp. Und da muss halt jetzt auf der anderen Seite FlyQuest wieder die Schippe rauflegen. Schönes Game von Envy, hat mir echt gut gefallen. Sie haben mich sehr positiv überrascht. Ich hoffe, es geht so weiter. Dementsprechend ein kurzes Päuschen und dann geht es gleich weiter mit dem finalen Game in diesem ersten Best of Three. Bis gleich.
Seit ich hier bin, ist AMD mit der LCS-Übertragung sehr, sehr zufrieden und deswegen haben sie uns hier so eine kleine Belohnung geschickt. Was hast du denn da gemacht? Mir gefallen. Klasse. AMD hat uns als LOL-Experten
und Niklas das neue League-Beschwörer-Zauber-Device zugeschickt. Wir sind die Glücklichen, die das Ganze testen dürfen. Und was soll uns das bringen? Funktioniert das überhaupt? Funktioniert das wirklich? Niklas. Okay, Karl. Ich kann wieder sehen! Danke, Karl! Karl? Wie ihr seht, Kinder, das Ding funktioniert. Bedient euch. Das funktioniert wirklich! Da sind wir richtig. Und warum wir heute hier sind? NALCS. Wunderschönen guten Abend an diejenigen, die neu reinschalten. 23 Uhr pünktlich, möchte man ja sagen, zum dritten Game in diesem Best of Three. 1:1 steht es, FlyQuest gegen Envy. Und ich muss sagen, ich hätte Envy als deutlich schwächeres Team von vornherein eingestuft, dank ihrer oder wegen ihrer Leistung, die sie halt bisher im Split gebracht haben. FlyQuest ist ja sehr, sehr stark in den Split reingestartet, aber Envy wie ausgewechselt. Also das letzte Game von ihnen wirklich sehr stark performt. Sie haben halt FlyQuest bloßgestellt. Und zwar komplett. Der Einzige, der halt noch ein bisschen mithalten konnte, war High, aber als Twisted Fate carries du halt kein komplettes Game alleine. Nicht, wenn halt alle anderen Lanes am Verlieren sind und du es halt nicht irgendwie ausnutzen kannst, dass du halt eine Lane mit nach vorne bringst. Also hier auch das Catch-Potenzial quasi wie nicht vorhanden. Und da muss ich sagen, Hut ab, Envy, top-notch, sind bisher auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben sich anscheinend langsam gemausert, finden langsam zusammen das erste Game halt schon, ich sag mal, auf Augenhöhe gewesen. Das ist, glaube ich, so die richtige Beschreibung. Im zweiten Game ist es viel besser gewesen und im dritten Game muss FlyQuest unbedingt die Notbremse ziehen. Wenn die jetzt nicht nochmal Gas geben, dann wird es ein Lose für sie, weil die Unterschiede waren halt doch schon ziemlich prägnant. Und ich muss halt auch sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht bin von dem Makro-Gameplay. Also, was heißt enttäuscht? Ich bin auf der einen Seite von Envy sehr positiv überrascht, dass sie halt einfach diese Trades gesucht haben. Dass sie gewusst haben, Top-Lane wird gezittet, wir können für Bot-Lane, für die Ganks gehen. Auf der anderen Seite, Twisted Fate bewegt sich wieder weg, wir können den Twisted Fate Turret pushen. Twisted Fate geht jetzt Bot-Lane für den Echo und portet da halt hin. Wir können als Jace oben den T2-Turm nehmen. Also alles das waren so Punkte, wo ich sagen muss, Envy hat halt sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Ich hoffe, dass sie jetzt halt nochmal so eine gute Leistung bringen. Hat mir sehr gut gefallen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's, Pick und Bann. Da ändert sich erstmal grundlegend nicht viel, außer dass man diesmal noch die Kamille wieder mit rausnimmt. Bin gespannt, ob man den Mordekaiser wieder mit rausbannt oder ob man den durchkommen lässt. Ich muss halt wirklich sagen, der Mordekaiser war nicht der Grund, warum sie das erste Game gewonnen haben. Von FlyQuest-Seite aus. Und jetzt ist, glaube ich, auch eher nicht mehr so der Zeitpunkt, um großartig zu cheesen. Ich glaube, jetzt sollte FlyQuest so ein bisschen die Tryhard-Keule auspacken. Cheesen ist ja mal gut und schön. So ein Game, sehr gut. Zweite Game ist halt schon mal so, aha, aber im dritten Game solltest du halt dich echt mit dem Cheesen zurückhalten. Es wird diesmal wie im ersten Game auch The Graves für sie. Für Moon vielleicht auch ein besserer Champion, ist dann nicht so sehr von seinem Cocoon abhängig. Wie gesagt, die Leistung auf Elise war halt auch einfach nicht gut. Das war halt einfach nicht gut genug. Dementsprechend müssen wir mal schauen, oder müssen sie halt schauen, dass sie da für Moon wieder einen Champion finden, wo es halt einfach sicherer ist von der Leistung her. Und der Grace, der war halt solide. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Rumble wird es dafür wieder bei Seraph. Und Lara mit dem K unterwegs. Also hier zwei absolute Meta-Champions. Rumble natürlich jetzt schon früh gezeigt. Vor nicht allzu langer Zeit hätte man ihn auch noch gut flexen können, aber zurzeit sehe ich ihn ehrlich gesagt nur als Top-Lane-Champion. Oh, no! Es ist wieder Mordekaiser Nautilus. Okay, Runde Nummer 2. Ich habe ja vorhin gesagt, ich wünsche mir mehr Games von Mordekaiser, damit wir halt einfach genauer analysieren und einschätzen können, wie gut er in die aktuelle Meta damit reinpasst. Das erste Game hat er immerhin gewonnen, auch wenn die Landing Phase überhaupt nicht gut lief. Im zweiten Game werden wir jetzt sehen, ob es halt ein bisschen besser funktionieren kann. Diesmal allerdings in einem anderen Matchup. Diesmal wird er halt nicht gegen Jhin ran müssen, sondern diesmal muss die Kombination aus Nautilus Support und aus Mordekaiser gegen Sivir ran. Und Sivir bietet natürlich auch eigentlich eine große Sicherheit. Du kannst halt den Hook mit dem Splash-Hit blockieren. Mordekaiser kommt sowieso nicht an dich ran. Du hast mit Sivir wesentlich mehr Wave-Clear vorhanden, als du es halt mit dem Jhin hast. Also ich sehe sie als Pick-Up-Änderung jetzt doch als positive Abänderung für Team Envy.
Auf jeden Fall kein schlechter Pick. Morgana wird jetzt noch gebannt. Interessant. Na gut, okay. Den Olli hätte ich halt verstanden. Haku hat zwar auch das eine oder andere Mal Morgana gespielt, aber dieses Bit glaube ich noch gar nicht. Morgana ist aktuell in der Support-Position auch nicht der geilste Champion. Funktioniert aber gegen Nautilus ziemlich gut. Ich glaube, deshalb hat man sich eher dafür den Morgana-Bann entschieden. Das wird wahrscheinlich die Scrim-Erfahrung sein, die man so ein bisschen gemacht hat. Sie haben ja gesagt, dass sie schon viel mit Picks in Scrims rumexperimentiert haben. Und die Lulu nimmt man raus. Auf der anderen Seite möchte man Hai diesmal nicht sein Set geben. Also was ist das noch gewesen, wenn wir jetzt quasi wieder dieses Zed-Tail-Matchup sehen. Ah, man nimmt die Karma mit dazu. Das ist okay. Vor allem Karma und Civi zusammen haben eine sehr, sehr gute Synergie. Beide natürlich in der Lage, das Team mit Movement Speed dort zu versehen, was halt gegen Mordekaiser übel gut ist. Und auf der anderen Seite bist du halt sehr sicher auch in der Lane. Hast viel Wave Clear, hast viel Poke. Musst also gar nicht erst in die Trades rein mit den beiden. Also ich sehe die FlyQuest-Lane auf der Botlane noch ein bisschen als Schwäche an. Du könntest natürlich noch immer einen anderen Support nehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird der Nautilus Support. Alles klar, ich bin raus. Alles klar! Blitzcrank! Support! Let's go! FlyQuest, die spielen überhaupt noch was Metamäßiges? Die wissen nicht mal, wie Meta geschrieben wird. Blitzcrank Support, alles klar. Ich wollte, gerade sage ich auch so, ja, man kann Nautilus noch flexen, aber ich denke, sie werden es nicht tun, was kommt. Die picken halt einfach noch Blitzcrank mit rein. Aber wir müssen ja realistisch betrachten, ne, wie viel Potenzial ist da. Und die Synergie zwischen Blitzcrank und Mordekaiser ist natürlich nicht schlecht. Ist ja ähnlich wie bei Nautilus, plus halt in der Form halt noch besser, muss man wirklich sagen. Weil quasi der Blitzcrank die gegnerischen Ziele, die du halt mit einstampfen möchtest, mit Mordekaiser einfach noch näher nicht ranholt. Bei dem Anker ist es halt so, dass du halt die Hälfte der Distanz nur den zu dich ziehst und du dich halt selber noch ein bisschen ranziehst. Wenn Blitzcrank ein Hook landet und Mordekaiser daneben steht, dann prasselt das natürlich auch ganz schön. Oh wow. FlyQuest, die machen ihrem Ruf halt alle Ehre. Die spielen halt so viel Off-Meter in diesem Split. Das hat halt zum Anfang sehr gut funktioniert, aber die letzten Games halt gar nicht mehr so. Ich bin gespannt, wie es halt diesmal funktionieren wird. Vor allem Nautilus, der jetzt halt auf die Top-Lane geschickt wird, hat halt auch kein gutes Matchup gegen Blitzcrank. Gegen Rumble. Blitzcrank hat sich jetzt einfach breit gemacht in meinem Kopf. Auf der anderen Seite Blitzcrank Mordekaiser. Ich erinnere mich gerade ans Boost-Camp. Da hatte ich ja Mori an meiner Seite. Wir haben gegen Sola und... ich weiß gar nicht, wer es war. War das Sola? Und nee, Kutscher war es nicht. Oh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wer bleibt denn noch übrig? Sola, ach, Sola und Johnny waren das, genau. Und Johnny hat Blitzcrank gespielt und Sola war Mordekaiser. Genau, und die Kombination hat halt echt ganz gut funktioniert. Wobei, da haben sie es halt auch nicht so synergiemäßig ausgenutzt. So, ich sehe auch Potenzial in der Kombo, ohne Frage. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn Sivir ein Spellshield benutzt, wird Blitzcrank halt nie und nimmer einen Hook landen können. Nie und nimmer. Und wenn Blitzcrank keinen Hook auf die Civil landen kann, wie wollen die denn die Botlane spielen? Wie wollen die denn da in der Lage sein, wirklich einen Kill zu bekommen, Lane Pressure aufzubauen? Weil der Poking ist da und Sustain ist jetzt halt ein bisschen vorne, aber nicht so viel. Und Blitzcrank, der hilft dir da jetzt auch nicht wirklich im positiven Sinne. Also auch wenn die Kombo natürlich schön ist, gegen Teams, die erfahren sind, in so einer Kombination glaube ich, dass die Botlane doch nicht so viel Potenzial haben wird. Lustig wäre jetzt übrigens noch gewesen, wenn die gesagt hätten, ja, Blitzcrank, aber kein Blitzcrank-Support. Blitzcrank Midlane, Orianna AD Toplane, Nautilus und Mordekaiser auf Botlane. Das wäre doch eigentlich mal so ein richtig schöner FlyQuest-Style gewesen. Schade, schade. Na gut. Gucken wir mal an, wie sich das Ganze entwickeln wird. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal, dass der Gegner dort in Richtung Rapper von der Weg ist. Allerdings die Warding sichert das Ganze halt ohne Probleme ab. Das muss ich sagen, das vermisst man in letzter Zeit auch oft, dass halt sehr sicher eine Warding-Line im River aufgestellt wird. In dem Game sieht man es jetzt wieder. Na, guckt euch mal an, wie das blaue Team sich quasi positioniert hat. Zwei Wards auf der Botlane direkt an den jeweiligen Eingängen. Oben steht man halt direkt an den jeweiligen Eingängen und hat eine Ward ein bisschen tiefer gestellt. Du weißt halt hundertprozentig, dass niemand in den Jungle eindringen kann. Oder Graves AD Carry, ja stimmt. Ja stimmt, Graves hätte ja nicht in den Jungle gehen dürfen. Das hätte dann Graves AD Carry sein müssen. Und dann wäre es Nautilus Jungle gewesen. Stimmt, so wäre man gut gefahren. Gebe ich euch recht, das wäre dann wirklich FlyQuest-Manier gewesen. Alles klar, da kommt der Hook. Soweit so gut, das war ja schon mal der Flash, den man da gezogen hat.
Das war für Haku, glaube ich, auch eben der Schreck seines Lebens. Glück für ihn, dass halt kein CC vorhanden war. Wäre da nochmal irgendwie ein Stun hinterhergekommen, dann wäre es natürlich fatal gewesen. Sarov, der konnte sich hier ein bisschen an den Raptoren vergnügen. Okay, er hat auch bis einen bekommen. Zwei gegen immer noch an K. Aber sofort ziehen sich beide Jungler zurück und vergnügen sich dann im eigenen Jungle. Also nach wie vor, dieses eine Raptoren-Camp ist halt echt contested. Das ist auch wieder diese Double Relic Shield Variante auf der Botlane. Finde ich aber vollkommen okay. Du hast halt wieder mehr Gold auf der Botlane all in all zur Verfügung. Vor allen Dingen auch mehr Sustain. Dadurch, dass du halt auf Blitzkrieg gar kein Sustain hast, ist es halt ganz cool, dass du wirklich ein bisschen Leben scheren kannst über diese Relic Shield Mechanik. Genau, und Balls, wir haben ja eben von seinem schlechten Matchup gesprochen. Hier sieht man es halt. Als Tank gegen einen Rumble auf der Toplane dazustehen, ist halt überhaupt nicht schön für dich. Also auch da natürlich diese Blitzkrieg-Überraschung nicht unbedingt von großer Wertigkeit. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch wieder zu sehen, Blitzcrank, ich meine, wann spielt man competitive schon mal gegen Blitzcrank? Wenn die Leute halt einfach vergessen, wie der Champion funktioniert und halt trotzdem sich hucken lassen, dann ist der Champion halt immer noch gut. Aber Blitzcrank ist halt leider Gottes auch ein Champion, wenn er erstmal hinten ist, ist der halt sehr, sehr wenig nur wert. In dem Matchup geht's halt immerhin noch, dadurch, dass du halt den richtigen Tank in deinem Team hast, kannst du auch keinen falschen hucken. Aber mit Blitzcrank halt in Lane nicht gewinnen zu können, ist halt immer sehr unangenehm. Der Eiblitz war wirklich mal gebannt. Ja, ja, das ist eine Weile her, aber man hat diese, also es gab ja früher mal diese Bannliste von White, welche Skins nicht erlaubt sind, welche erlaubt sind und so weiter, wobei eigentlich es gab halt die Blacklist, wo halt ziemlich viele Skins drauf standen. Mittlerweile sind aber bloß noch 3 oder 4 Skins, glaube ich, drauf, die original auf der Blacklist stehen. Alle anderen dürfen benutzt werden. Du dürftest halt theoretisch sogar den Black Alistair benutzen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Sache ist halt bloß, zwar kriegen die Riot-Accounts alle Skins zur Verfügung gestellt, aber du kriegst auch von den Riot-Accounts bloß die Standard-Skins, also die Skins, die du normal so alle kaufen kannst, nur alle zur Verfügung gestellt. Besondere Skins oder Event-Skins oder so weiter kriegst du halt auch nicht. Ist natürlich ein bisschen schade für die Spieler, aber auch so ein Black Alistair, den hatte halt nicht jeder. Nee, aber ansonsten hast du halt wirklich bloß noch so gut wie gar keinen Skin. Das war immer so Steel Legend Looks. Und auch der Eye Blitzcrank war halt immer so ein relativ verbuggter Skin. Und alles, was halt animationstechnisch nicht gut sichtbar ist. Zum Beispiel den neuen Steel Legend Looks, den hat man auch auf die Backlist gepackt. Weil der eh mit dem Storm Skin quasi nicht gut genug zu sehen ist. Hier sieht man übrigens gerade, was das Problem auf der Botlane ist. Ja, der gute Blitzcrank, der düstert halt einfach rein mit Mordekaiser. Und die kommen halt nicht dazu, irgendwas zu machen, sondern die fressen halt nur. Schöner Hookie nochmal auf Seraph, der muss über die Wall flashen, kommt aber nicht ganz hin. Der Flash, lol. So, den Flash hat man sich, glaube ich, sparen können. Aber gut, okay. Dann hat man halt Flash gegen Flash nochmal getauscht, aber hat hier killen, das First Blood ist auf jeden Fall da. Flyquest setzt sich schon mal in Führung. Soweit funktioniert das Ganze, ja. Aber auch hier, ne, das sah ein bisschen komisch aus mit dem Seraph Flash gerade. Aber er ist nicht gerade runter die Lane geflasht, sondern er hat halt einfach versucht, über diesen dicken Knubbel dort durch den Knallzapfen zu flashen. Ist dafür aber nicht weit genug über die Wand gekommen. Und es funktioniert ja so, wenn du mit der Flash-Distanz quasi über die Hälfte der Wand kommst, dann schaffst du quasi die ganze Distanz und landest hinter der Wand. Wenn du es dann nicht ganz schaffst, dann landest du halt genau davor. Und genau das ist halt passiert in dem Fall, weil er halt ein bisschen schräg geflasht ist. Ja, hier sehen wir es nochmal. Er wollte eigentlich nach rechts nicht rüber flashen. Ja, da hat noch ein ganzes Stück gefehlt. Aber warum Fly dann noch warum Moon quasi noch flasht, verstehe ich nicht. Ich meine, klar, ein Kill auf Graves wäre natürlich deutlich besser gewesen als auf Nautilus, aber wenn der Kill for free ist, willst du halt kein Flash mehr investieren. Das ist zumindest meine Ansicht. Naja, der Kill war ja trotzdem safe. Und ich denke auch, Graves wird jetzt nicht unbedingt in zu viele unnötige Situationen, wo er sein Flash gebrauchen könnte, wieder reingehen. Ryze hat seine Ultimate zur Verfügung. Könnte das Ganze da auf der Top-Lane auf jeden Fall countern, wenn es da wirklich zu einer Aktion kommt. Die Control-Watch steht auch da, wird erst jetzt gesehen. Man hindert ihn aber auch nicht daran, sie zu nehmen. So, Seraph wird es aber in dem Matchup nicht wehtun, er ist jetzt einmal gestorben. Für ihn ist es jetzt erstmal ein bisschen wehleidig, weil er halt nicht gleich auf seinen Haunting-Geist kommt. Ein Haunting-Geist hätte halt einen guten Power-Spike in Nautilus gehabt. Sondern da wurde halt wirklich ein bisschen früher in die Base gegangen. Allerdings, wenn er halt spätestens, wenn er das Glyanus fertig hat, da kann er auch nochmal sterben. Das Matchup wird er halt trotzdem dominieren können.
Hat ja einmal eine Ward ein bisschen deeper gestellt, aber Graves wird sich jetzt halt eh erstmal in Richtung Botlane orientieren. Er war halt auch lange genug jetzt Richtung Toplane unterwegs. Da sehen wir jetzt nochmal Blitzcrank, das letzte Mal gesehen im NA Spring Split 2015. Müsst ihr euch mal vorstellen, vor 2 Jahren war Blitzcrank das letzte Mal in NA gesehen. Na, ist jetzt unterwegs. Especially wird Busk in den E helfen. Okay, man geht gar nicht ran, der W läuft halt aus und danach wird halt geslowed. Also auch hier, selbst in der 2 gegen 1 Lane kann er CV ohne Probleme spielen. Die hat halt null Druck auf der Lane, die hat null Risiko, solange sie halt den Spell Shield richtig einsetzt. So, Imgar hat gerade geschrieben, ne, Blitzcrank kann ja nur eins, ist es nicht ganz so. Also Blitzcrank kann man halt schon auf verschiedene Art und Weisen spielen. Man kann zum Beispiel auch mit einem guten Flash, beziehungsweise auch mit einem guten eingesetzten W zum richtigen Zeitpunkt auch an den Gegner ranlaufen und ihm quasi diesen Knock-Up direkt mitgeben. Und wenn sie da ein Spell Shield benutzt, hast du da danach immer noch den Hook frei. Alles klar, das war schon mal Ninja. Und damit hat man einen Geist von ihm bekommen. Geht da einfach in den Face-Check rein. Na, Ninja. Was war da denn los? Und das hat natürlich den Drachen jetzt auch zur Folge. Das sind Fehler, die sind echt schwerwiegend. Wenn du da so einen Fight verlierst und der Drache weggeht mit dem Mordekaiser, das haben wir im ersten Game schon gelernt, dann kann das halt richtig, richtig viel kosten. Da sollte man wirklich vorsichtiger sein. Vor allen Dingen, weil Ninja jetzt auch fürs gegnerische Team den Drachen tankt, von dem nicht ein Leben. Das ist selbst das Faul, das Ding zu smiten, sondern hier wird halt einfach bloß der Drachengeist mitgenommen. Und der marschiert jetzt halt voll in Richtung Midlane. Blitzcrank ist auch auf dem Weg, Mordekaiser bleibt solo auf der Botlane. Ja, der Drache, der wird halt nicht wenig Schaden verrichten. Zack. Und zack. Guck mal, wie viel Schaden das ist. Ein Auto-Attack. Ein Auto-Attack sind, also wenn ich schätze, müssen sind 5% jetzt an dem vom Turm, ne? Und der tankt halt auch genug. Okay, jetzt hat der Tower ein paar mehr Resistenzen bekommen. Jetzt zieht man den Drachen halt einfach kurz zurück. Will ihn halt nicht komplett for free opfern. Das war halt über die Hälfte des Turms. Einfach so, ohne dass ein Spieler da war. Es war halt nur der Drache. Hier sehen wir es nochmal. Ninja, der hat halt nochmal ordentlich Gas gegeben. Ist halt wirklich mit allen Sammeln das in den Gegner vollkommen reingeprescht. In den Nahkampf. Also das kann sich natürlich nicht leisten. Ich glaube, der Drache ist mittlerweile tot. Den Turm konnte man nicht ganz bekommen. Das wäre auch so Worst Case gewesen, jetzt dann Turf erstmal zu verlieren. Das ist halt eine sehr Snowball-lastige Kombo, auch mit Blitzcrank. Wenn du halt vorne bist und nur Carries im Team hast und der halt wirklich einhuckt, CV ist halt die sicherste, aber alle anderen sind halt teilweise sehr immobil. Und haben halt keine Möglichkeit, sich da einfach selbst zu peelen. Stundenleser sind auch noch lange nicht da, für den Fall der Fälle. Ist auch hier einfach keine Möglichkeit. Man sieht auch, Lamination will seinen Hook gar nicht einsetzen, weil er genau weiß, wenn er jetzt hooken würde, würde Apollo halt sofort sein Spell Shield benutzen. Er will ihm natürlich auch kein unnötiges Mana auf alle Ebenen dort schenken. Und Blitzcrank ist halt von der Mechanik her auch sehr interessant. Zum Beispiel bei K ist es ja so, K hat zwar einen Sprung, aber das Ganze funktioniert halt so, dass wenn er springt und gerade zum Sprung angesetzt hat, er halt aus diesem Sprung auch rausgehookt wird. Also der Blitzcrank Hook, der hat fast Vorrang gegenüber allen Dashes. Es gibt so ganz kleine Ausnahmen. Esri zum Beispiel mit seinem Cane Shift hat er so eine Ausnahme. Das heißt, wenn Esri gehookt wird und seine Cane Shift während des Hooks nutzt, kann er immer noch rauskommen. Aber das ist ja, wie gesagt, auch kein Dash, sondern das ist halt wirklich so eine Art Teleport. Das Server wird hier nochmal geankert. War, glaube ich, sogar ein Blind Hook, oder? Hat er eine Ward drin? Er hat gar keine Ward drin. Also hier ist das Ganze einfach gerochen. Oh, das ist okay. Das ist vollkommen legitim. Seraph sagte ich, hey, ich wurde nochmal vom Backport abgebrochen. Ich will aber nicht auf Lane bleiben. Ich will meine Liandris bauen. So klärt er halt einfach die Wave dort mit seinem Ultimate weg. Na, Liandris kriegt er noch nicht ganz zusammen. Hat sich vorhin nochmal das Cyberbuch zwischendrin geholt. Die Kombinationskosten fehlen halt noch. 650 Gold muss er dann noch einmal zusammensparen. Oh, und der Hund, der kommt da in die Shockwave. Da hat Ninja halt keine Summoners gehabt. Beziehungsweise Ghost, ja, aber Ghost braucht halt 2 Sekunden. Und da ist halt einfach diese Immobilität für Orianna natürlich ein großes Problem. Wenn die Shockwave sitzt, für Orianna sag ich schon, für Ryze, wenn die Shockwave sitzt, dann hast du halt als Blitzcranks nicht wirklich schwierig, deinen Hook noch aufzusetzen. Der nächste Kill, der hier an FlyQuest geht. Also diesmal auf jeden Fall grundsolider. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte Envy mal Mordekaiser in diesem Game auch gebannt.
Ja, Ori hat gerade ihr Morellus fertig gebaut. Also hier jetzt auch 20% Cooldowns für sie. Sie hat auch kein großes Risiko gegen Rise of a Lane. Hai ist anscheinend ein sehr, sehr großer Freund der Heilung. Also er spielt es genauso wie ich. Spiel momentan auch so gut wie alles mit Heal in der Midlane. Ninja währenddessen noch so ein bisschen auf den Ghost hängen mit Demon. Was aber auch okay ist, ne? Ghost ist immer noch ein guter Summoner-Spell. Das hat einfach bloß nicht mehr die alte, in Anführungsstrichen, OP-Summoner-Spell. Hat einfach ein bisschen genervt worden, was aber auch okay ist. Right geht ja immer so ein bisschen danach, was wird viel gespielt, was ist halt super gut in der Meta. Und versuchen das Ganze dann natürlich anzupassen, dass die Leute mehr Variationen suchen. Und es war halt wirklich so, dass fast auf jedem Midlaner nur Ghost Flash gespielt wurde. Vor ungefähr 3-4 Patches. Dann kann ich den Ghost-Nerf auf jeden Fall nachvollziehen. Flash ist halt schwierig, wenn du Flash nochmal irgendwie nerven würdest. Weil Flash ist halt eigentlich grundlegend in 97% der Fällen der Grundsummoner, den jeder braucht. Jeder mitnimmt, was aber auch okay ist. Lol, er kriegt die Aggro trotz Spell Shield. Wieso denn das? Er macht doch nicht mal Schaden. Normalerweise kriegst du bloß Turm-Aggro, wenn du halt wirklich Schaden verursachst. Das ist ja der Grund, warum man zum Beispiel der Nivea Wall und dem Trundle Pillar auch einen Schaden gegeben hat, wenn dein Gegner trifft. Du kriegst nämlich mit diesem Misplacing dadurch auch die Tower-Aggro. Kenne ich sehr gut. Ich habe da so einen kleinen Vorfall gehabt vor kurzem, wo ich mich halt selber mit der Wall umgebracht habe. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Aber mit dem Hook into Special sollte eigentlich kein Schaden durchkommen. Ist halt ein bisschen komisch, dass er dort wirklich die Tower-Aggro direkt bekommen hat. Und ist jetzt dabei, den Turm unten abzuholen. Der zweite Turm, der jetzt hier an Flyquest geht, also sie sind jetzt hier wirklich gut auf dem Vormarsch. Insgesamt ist da schon über 3000 Gold das Ganze an Vorsprung ausgeweitet. Das sieht halt vollkommen anders aus als im letzten Game. Oh, hier kann man ulten. Vault hat alle Möglichkeiten. Jetzt die Tiefladung, sehr, sehr schön. Sagt der E, komm nochmal durch. Flash ist zwar da, aber das wird reichen. Lautner ist immer noch die Flash, der kriegt den Kill hier. Marschiert eiskalt da durch. Zack, mit dem Flash, mit den Autotags. Der Schild reicht nicht mehr von Seraph. Jetzt kommt noch ein Rise mit dazu, der ist aber viel zu langsam. Also hier auch das Ultimate einfach viel zu wenig Distanz nur zu überbrücken. Und währenddessen man versucht, irgendwie oben den Rumble zu retten und alle Richtung Toplane schauen, wo halt der Kill einfach schon gefallen ist. Ja, werden halt mittlerer Turm und unterer T2-Turm dort abgeräumt. Also hier einfach sehr, sehr schönes Pushing-Verhalten auch, dass man sich entscheidet, wirklich komplett durchzupushen. Und der nächste Drache ist jetzt da. Oh, ich ahne Böses. Der zweite Infernal Drake und der geht halt auch wieder an den Mordekaiser. Das ist halt so bitter. Sie spielen zwei Games mit Mordekaiser. Zwei Games macht halt Envy einfach fatale Fehler im Early. Sie verlieren halt die Drachenkontrolle. In zwei Games gehen halt diese ganzen Drachen wirklich dann an Mordekaiser. Das ist halt echt, echt bitter. Das Glass Surf, der befasst sich da ein bisschen mit dem Drake. Der Hook, der ist da. Shockwave auch. Hi. Der hat das wunderbar gemacht. Und Ninja platzt halt einfach. Und da flattert er. Das ist der zweite Drache und der hat schon 2700 Leben annähernd. Plus er hat halt einen Schaden auf dem Turm, ne? Guck euch mal an, wie schnell das Ding fällt. Oh, der Hook! Der ist da und der nächste Hook gleich hinterher! Die Hook-Fiesta! Die findet hier statt. Erst der Anker und danach die Faust. Ja, nicht alles andere als angenehm. Na, Paul hat immer den Vorteil, dass er mit seinem Spellschild nochmal einen Auto-Tag vom Drachen abfangen kann. Aber hier hat man jetzt zwar nicht töten können, aber zumindest der Timer vom Drachen ist abgelaufen. Reicht aber, du hast vier Türme insgesamt, du hast zwei Infernal Drakes. Und auch wenn der Drache jetzt verschwunden ist, der Infernal Drake bleibt natürlich trotzdem von den Stats her erhalten. Und die Blitz-Frank-Hooks, die sind halt einfach on point. Da kannst du nichts sagen, aber Ninja steht auch viel zu weit vorne. Dass die sich halt so einfach hooken lassen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass halt viele, auch wenn sie lange so den Champions nicht gespielt haben, einfach so ein bisschen vergessen, wie einfach dieses Champion-Design halt ist, wie geradlinig es halt eigentlich funktioniert. Und sich halt denken, ja, werden wir schon irgendwie schaffen und werden halt trotzdem gehuckt. Also Lamination, der macht das hier sehr, sehr schön. Er hat halt einfach The Fist of Doom. Orianna pusht die Mitte nochmal kurz aus. Nautilus hat man jetzt solo auf der Botlane gelassen. Er hat auch genug Magieresistenz mit der Geistessicht. Er sollte jetzt mit dem Rise auch nicht das größte Problem haben. Würde ihn zwar nicht unbedingt töten können, muss er ja aber auch gar nicht. Seraph ist überhaupt froh, wenn er mal ein bisschen an Farm kommt mit dem Einebner. Aber ist sehr defensiv. Immer und immer wieder die Ultimate hier genutzt, um eine Wave zu clearen.
Ich meine, von den Kills her ist es halt echt noch nicht so tragisch, aber guck mal, ne, wir haben zwei Infernal Drakes, jetzt bei Flyquest und guck mal, was der dritte Drache ist. Es wird halt wieder ein Infernal Drake sein. Ich kann euch versprechen, Flyquest wird dort sofort, wenn der Drache noch, wenn dann so ein bis zwei Minuten noch am Timer ungefähr zu warten sind, von dem Drachen, wird Flyquest sofort losmarschieren, wird die komplette Sicht dort im Drake Peak sichern und die werden sich auch den dritten Drachen holen wollen. Den lassen die nie und immer weggehen. Den Herald, den gibt's ja auch noch oben rauf. Auch das natürlich für Graves ein sehr schöner Buff. Also erhöht er auch seinen Initialburst quasi. Der stand den Gegner ran, hat diesen verstärkten Auto-Attack noch, kann ihn halt gleichzeitig noch aus dem Leben nuken. Und sind wir mal ehrlich, bisher sind alle Objectives for free. All-Tag? Alles klar. Wenn der nächste Auto-Attack nicht gelangt hätte, dann wäre es echt knapp geworden. Aber wir sind ja hier nicht bei Dignitas gegen Echo Fox. Im letzten Split wohlgemerkt. Im vorletzten. Letztes Split war Dignitas ja nicht in der LCS. Da kann ich mich noch an ein Game erinnern. Aber das war jetzt der. Da war der Herald relativ neu gerade. Und da. Das ist halt wirklich passiert. Da waren natürlich im Laneswap noch vor zwei Splits. Und bei einem Team passiert es halt, dass zwei oder drei Leute am Turm sterben. Also es waren Executes. Auf der anderen Seite sterben halt zwei Leute am Herald. Das war halt super witziges Game, ne? Das sind halt noch zwei Minütchen bis zum nächsten Drake. Eigentlich auch bis zum Nashor. Aber sind wir mal ehrlich, du wirst auf Envys Seite nicht wirklich eine Möglichkeit haben, dafür ein Crossmap-Play zu gehen und den Nashor dort einfach quasi gegen den Drachen tauschen können, weil er einfach der Schaden fehlt. Die andere ist zwar da bei einem Rumble, aber das reicht halt einfach nicht für Nash. Das Schöne ist, zumindest kann Rumble die Lane immer noch solo spielen. Er ist ja farmtechnisch auch im Vorteil. Klar, Nautilus hat halt die paar Kills. Das wird jetzt aber nicht dazu führen, dass Nautilus auf einmal das Matchup komplett alleine gewinnen kann. Die andere ist auf jeden Fall schon ein sehr schönes Item, vor allem weil es halt auch prozentualen Schaden verursacht. Ich denke mal, es wird da ist auch in Richtung. Und wer Stundenglas, wenn er die defensive Variante wählen möchte, gehen. Oder er holt sich halt direkt den Void Step. Ah, früh genug hier gesprungen von Lyra. Wie gesagt, wenn er halt nur ansatzweise in dieser Sprunganimation drin ist und er wirkt gehuckt, dann wird er halt aus der Animation rausgehuckt und er hat seinen Sprung trotzdem auf Cooldown. Und da ist jetzt auch wieder so dieser doppelte Nachteil. Während du halt in dieser Sprunganimation drin bist, kannst du ja auch nicht flashen. Das ist ein bisschen trickiger. Ja, auch bei Blitzcrank ist halt wieder so die Überlegung, wenn du weißt, der Gegner hat Flash, gehst du halt meistens nicht mehr für eine QE-Kombination, sondern gehst für eine QR-Kombination, versuchst danach den E noch nachzuziehen, um halt einfach die Flash-Möglichkeit mit einem Silence zu überbrücken beim Gegner. Auch das ist ja da gang und gäbe. Wie gesagt, Blitzcrank erscheint erstmal super einfach vom Kit her, einfach laufen, einfach hooken, aber es gibt schon verschiedene Varianten, wie man den Champion anbringen kann. Einfach mit dem W reinmarschieren, den Gegner Knock-Up ein bisschen zurücksteppen, ihn dann erst wieder reinhooken, reinflashen, silencen. Und danach hooken, ne? Oder halt, du kannst halt, es gibt so drei, vier verschiedene Möglichkeiten, je nachdem. So, jetzt geht's los. 20 Sekunden bis zum Drachen, FlyQuest sollte sich also auf den Weg machen. Nochmal auf die Karte guckt, sie haben schon die Boards platziert. Einfach nur, um zur Not mit Boards halt einen Teleporter zu nutzen und die Gegner halt direkt zu engagen. Wenn die halt den einen Kill bekommen, auf den Mordekaiser sein Ultimate platzieren kann, dann haben sie halt im Teamfall sofort einen Vorteil. Mit diesem, in Anführungsstrichen, zusätzlichen Spieler, ist ja kein richtiger Spieler, der Spells benutzen kann. Sondern es ist halt einfach bloß ein Geist, der halt mit Autotext glänzt. Jo, das wird der dritte Infernal Drake. 24% AP und AD-Werte extra oben rauf. Holy, das ist halt echt gemein. Und der Drache natürlich, der jetzt wieder in Belagerungsmodus geht. Bin gespannt, ob man mit dem Drachen eventuell da sogar einen Nip-Turret bekommen kann. Also mit Blitzcrank und dem Drachen bist du auf jeden Fall in der Lage, den Gegner unter Druck zu setzen. Nicht mal Sivir kann jetzt so dich an die Wave-Rand gehen, dass sie halt sehr, sehr früh dort für einen Wave-Clear gehen kann. Auf geht's, Drache. Du bist das liebste Haustier gerade von FlyQuest. Hat mal kurz den Tower nochmal abgegeben. Ja, der Turm, der muss hier einfach früh weggegeben werden. Man hat keine Chance, den Turm auch nur annähernd irgendwie zu verteidigen. Oh Gott, der Anker, der Hook. Oh, der wird nochmal geflasht. Schwein gehabt, die Ninja. Die Faust war auf jeden Fall schon unterwegs. Und der Drache, der tankt das alles so ein bisschen. Und der haut nochmal schön AOE-Schein mit rein. Oh, Lyra, der hat Spaß. Apollo, der kassiert jetzt hier auch noch mit. Und die Slows sind vor allen Dingen immer wieder da. Den Inhib, den gibt es jetzt einfach oben rauf. Der Drache ist halt immer noch da. Ja, wird noch was rausgesucht. Jetzt hat man ihn erst nehmen können. Und dafür hat man halt nichts bekommen. Im Gegenteil, man hat bloß Sachen verloren.
ist halt so witzig, ne? Zweimal Mordekaiser gespielt, zweimal alle Drachen bekommen, einmal kein Mordekaiser gespielt, einmal kein Drachen bekommen. Das ist halt, ach, das ist halt Worst Case einfach. Elimination erwartet hier so ein bisschen auf die Gelegenheit, dass er wieder einen Hook an den Mann bringen kann oder an die Frau, je nachdem über welchen Charakter wir sprechen. Aber jetzt ist natürlich erstmal wieder schwieriger. Man kann erwarten, mein nächster Drache ist ein Bergdrache, der kommt ja so in annähernd 5 Minuten ungefähr wieder. Den Inhibitor, den hat man eh schon, kannst du abwarten. So richtig schön langsam und zermürben. Wenn die Gegner halt versuchen, den Drachen irgendwie zu contesten, dann kommen halt die Hooks wieder reingeflogen. Und über die Hooks kannst du halt locker die Teamfights gewinnen. Plus natürlich, dass der Schaden schon ungemein hoch gerade ist bei FlyQuest. Der Mordekaiser hat sich jetzt noch seinen Haunting Geist gegönnt. Will diesmal nicht sofort in Richtung Hextech Gunblade dort gehen, sondern noch ein bisschen mehr Magiedurchdringung haben. Und vor allen Dingen, denke ich mal, auch ein bisschen extra Leben. Das ist, finde ich, dieser zweiteilige Vorteil, den du halt einfach bei den Neandris hast, dass du zum einen natürlich früher Durchdringung bekommst, was gegen Gegner, die keine Magieresistenzen bauen, halt übel gut ist, weil du halt deinen Schaden prozentual gesehen immens nach oben treiben kannst. So, du kriegst halt noch ein paar AP-Werte dazu, was halt auch ganz schnieke ist. Du machst halt prozentualen Schaden zum Leben. Aber was halt auch immer noch ganz schön ist, ist halt einfach, dass du ein bisschen extra Life bekommst. Das gibt dir halt einfach Sicherheit auf der Lane. Es fühlt sich einfach viel schöner an. Und das, denke ich, ist halt auch immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man da nicht unterschätzen sollte. Das ist ja auch der Grund, warum Liandris bei vielen Mitländern momentan auch als zweites Item dort geführt wird. Wir sehen auch ganz oft Uri-Builds. Ach, hier haben wir es ja auch in dem Fall. Hab ich noch gar nicht so drauf geachtet. Auch da haben wir es Liandris als zweites Item. Was vollkommen okay ist. Oh, es gibt man sogar in Richtung Nash. Ich meine, der gibt dir zwar keinen Geist, weil er gibt dir halt einen guten Nash-Buff. Den fängt man hier zu zweit schon mal an. Graves zeigt sich da halt noch in der Midlane. Wird man gar nicht auf den Gedanken gekommen. Guck mal, Mordekaiser verliert kaum Leben. Kriegt natürlich die gesamten Schilder von Ori und durch den W immer wieder so viel Leben wieder, dass er gar kein Risiko hat. Das war's. Sneaky Nasher. Meine FlyQuest dominieren das hinten und vorne. Die haben bisher noch nicht ein Objective abgegeben. Sie haben nicht einen Kill abgegeben. Das ist so schwierig, da noch was gegen zu machen. Heißt jetzt auch auf dem besten Wege in Richtung Lernstab. Und der noch da ist, dann scheppern halt die Shockwaves auch nochmal so richtig. Aber was sage ich, die scheppern jetzt schon richtig. Man hat es davon gesehen, wenn Ninja getroffen wird, dann hat er halt sofort mindestens Hälfte Leben verloren. Und dann kommt halt sowieso der Hook direkt hinterher. Also für Envy ist in dem Game hier nichts mehr zum Lachen. Da, wo sie halt letztes Game so über FlyQuest rübergefahren sind, da wären sie halt gerade komplett zermalmt. Elimination, das war der Facecheck gegen 4 Mann. Das war's mit dem perfekten Spiel. Ein Kill gibt man da noch ab, aber es ist jetzt keine Tragödie. Ich habe ein bisschen Schade um den Nash-Buff, dass du ihn jetzt nicht ganz so effektiv einsetzen kannst. Der Ton ist ein bisschen asynchron, ich weiß. Ich guck mal kurz, ob ich das mal refreshen kann. Ich meine, gerade wird nicht so viel passieren, hoffen wir einfach mal. Das ist irgendwie so eine ganz neue Mode vom Cleanfeed. Da habe ich das Gefühl, dass der halt mit der Zeit immer so ein bisschen asynchron wird. Das hatte ich gestern ja auch schon. Letzte Woche war das auch ein bisschen der Fall, nicht ganz so extrem. Ups, ey. Die Pause wollte man nicht gehen, Entschuldigung. Da wollten wir hingehen. So. Shockwave. Die hat hier nichts großartig kriegen können. Jetzt kommen wir von hinten. Man ist einer weniger. Moon kassiert ordentlich was. Alex Seraph, der kassiert noch mehr und platzt da erstmal. Man hat jetzt den Seraph-Geist zur Verfügung. Der kann den Gegner so ein bisschen rauszonen. Moon ist zwar lower, man kommt nicht ran und da hinten sieht man es jetzt. Balls, der ist tanky, der gönnt sich erstmal und Apollo muss flashen und gut, dass er noch geflasht ist. Hat er quasi im Flash noch einiges an Schaden kassiert. Wir waren gerade dabei, dass High Schaden macht. Gerade gegen Ziele, die halt noch gar keine Magieresetzen gebaut haben. Und dazu gehört Apollo nun mal und da ist der Schaden wirklich toxisch, wenn du einen Yannis rusht. Allein schon Haunting Guy selber ist sau goldeffizient für dich. So, jetzt geht's direkt weiter. Der Inhibitor, der wird eben abgeräumt, ist natürlich gar kein Problem. Das war ein 4 gegen 5 Kampf und auch da merkst du schon, dass einfach die Überlegenheit aufgrund der immensen Goldsummen, die man dort mehr hat, natürlich gegeben ist. Es sind 11.000 Gold. Es sind 3 verdammte Infernal Drakes und gleich kommt noch ein Bergdrache mit dazu. Du kannst quasi diesen Botlane-Turm einfach im Schlaf gleich einreißen. Dann sehen wir erstmal Shockwave halt nur auf Hakuo getroffen. Der Equalizer halt nicht gut gesetzt. Jetzt versucht man halt reinzugehen, Moon noch irgendwie zu erwischen, aber Seraph, der platzt halt einfach. Ninja wird exhausted, kann nichts mehr großartig machen, deshalb überlebt All-Tag. So, Lyra ist da unten halt low und Balls sagt, oh, ich bin Tank, ich kann da reingehen, ich nehme den noch raus. Und was da passiert ist,
Das haben wir dann gesehen. Mich Lyra, der stirbt noch. Tja, was wird wohl passieren? Der vierte Drache spawnt. Wir haben einen Mordecai in seinem Team. Genau. Man holt sich halt bei easy peasy den vierten Drachen. Wird sich den Geist dort wieder zu nutzen machen. Und dann heißt es halt einfach auf den Inhib, auf die Botlane vor allen Dingen. Hier entscheidet man sich jetzt zu viert anscheinend auf den Inhib zu gehen und den Nautilus alleine mit dem Drachen gleich Richtung Botlane zu schicken. Er ist halt wie ein separater Spieler. Den du halt natürlich so ein bisschen an der Hand führen musst. Und der Drache bewegt sich auch nicht von alleine, sondern du musst ihn schon kontrollieren. Da hat man gerade gesehen, dass er stehen geblieben. Ja, jetzt ist er unterwegs. Was da? Und er flieht. Jetzt geht erstmal schön aus der Base raus. Die Baits, die Dragon Baits, die guten. Jetzt ist er zwar gestorben, aber der Inhibitor, der ist halt weg. Du könntest theoretisch sogar in Richtung der Nexus Turrets gehen. Die gehen halt nicht schnell genug in die Base wieder zurückkommen. Aber das will man hier anscheinend noch nicht ganz machen. Also den Drachen, den hat man jetzt nicht sehr sinnvoll einsetzen können. Den Inhibitor hätten sie auch so holen können. Aber mein Gott, es macht halt keinen Unterschied. Es ist Woche 5 oder 6, es ist Woche 6 bereits. Also wir sind Woche 6 von 9, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, der Turret bei 3 Infernal Drakes und Bergdrachen einfach rauf da. Hau doch mal ein paar Autotags rauf da. Man muss ja nicht mehr diven. Wenn du die Turm nimmst, dann ist es halt wirklich die sichere Variante. Das hat immer wieder Schilder. Guck mal, da sieht man es halt. Facetank nehmen sogar. Der dritte Inhibitor, der wird halt genauso wie im Game davor für sie halt der Schlussstrich an der Stelle für Envy sein. Man hat ja jetzt schon Probleme, die Toplane dort verteidigen zu können, wenn man halt unten zu 5 verteidigen möchte. Eigentlich müssen sie jetzt all in den Teamfight gehen. All or nothing ist eigentlich die Devise. Auch wenn es halt zu 99% nothing ist. Ja, wenn du jetzt einfach bloß wartest, bis der nächste Inhibitor weg ist, dann ist es halt ein sicherer Game Lose. Also ich bin immer da ein Fan von, wenn man nochmal den All-In-Fight sucht und alles gibt. Wenn es dann sofort verloren ist, ja, dann hat es auch nichts am Spielverlauf quasi geändert. Und jetzt noch darauf zu hoffen, gegen die Gegner gegen zu scalen, weil das Scaling ist gar nicht so schlecht von Envy. Mit Ryze im Late Game, Seal vor allem, mit Karma im Late Game. Mit Karma im Late Game, naja, Rumble geht immer so. Nicht das schlechteste Scaling, aber auch nicht das geilste. Aber da bist du im Late Game auf jeden Fall nicht schlecht, aber du wirst hier nie und nimmer mehr ins Late Game kommen. Na, jetzt kommen auch die ersten Super-Vasallen. Muss eigentlich bis warten, guck mal da, am mittleren Turm. Am T1-Turm von FlyQuest, da kommt die erste Welle mit 2 Super-Vasallen. Und wenn die in die Base reinkommen, kannst du halt ganz in Ruhe die Turrets nehmen. Ninja, der will jetzt den Kampf suchen. Aber der Ghost, der verpufft doch irgendwo um nichts. Kann ja wirklich keinen Teamfight draus resultieren lassen. Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie im letzten Game für Envy. Dass man jetzt einfach die 1.30 noch wartet, bis der Nasher da ist. Der nächste Drake ist aber kein Bergdrache. Schade, das wäre halt perfekt gewesen, wenn jetzt noch ein Bergdrache gekommen wäre. The Dream. 3 Infernal Drakes und 2 Bergdrachen. Aber ich glaube, mit 3 Infernal Drakes und einem Bergdrachen ist man auch schon zufrieden. Ich denke mal, man wird sich jetzt einfach den Nasher hier sichern und dann wird man das Spiel beenden. Es wird wahrscheinlich nicht mal mehr zum nächsten Drachen kommen. Zumindest wäre es unnötig viel Zeit mehr, die man da verstreichen lässt. Man sieht ja schön, dass es hier Envy Probleme hat, die Super-Vasallen wegzuklären. Wir versuchen natürlich, die Welle jetzt möglichst weit schon rauszupushen. Einfach nur, damit sie noch die Möglichkeit haben, sich ein bisschen freier zu bewegen und eventuell die Nasher noch contesten zu können, aber es geht nicht. Das klingt halt immer so schön, man sagt, eventuell die Nasher contesten, aber es geht halt einfach nicht. Nie und nimmer. Elimination unterwegs, gibt hier ein bisschen Gas. Der Hook hier aber nicht rechtzeitig an K dran. Ja, der Turm. Der ist jetzt ja auch bis zur Hälfte da und gleich gar nicht mehr. Jetzt kommt nochmal der finale Teamfight. Boah, der Tank da. Seraph ist weg. Ninja ist weg. Jetzt fällt man einfach nochmal drüber. Heil geht nochmal rein. Überlebt das Ganze auch. Redemption Star. Double Kill Mordekaiser. Ohne Probleme. Lyra zwar noch in der flankierenden Position, aber der Turm, den kann er nicht retten. Jetzt geht man ein bisschen sehr tief. Ninja, alles klar. Der will seine KDA nicht behalten. Der wird hier nochmal fallen, aber der Nexus ist weg. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall mal ein schöner Mordekaiser-Storm. Und statistisch gesehen kann man es festhalten. Mordekaiser, NALCS und Blitzcrank NALCS, 100% Winrate. Mordekaiser hat sogar schon 2 Games jetzt gehabt und immer noch 100% Winrate, allerdings ein Best of 3. Das war halt echt, wow. Da konnte man halt überhaupt nicht gegen vorgehen, man konnte überhaupt nicht mit den Picks umgehen, wusste gar nicht so richtig, wie man es anstellen soll. Ich finde mal, auch die Ziele waren falsch gesteckt, dass du halt so wenig Jungle Pressure dort in Richtung Botlane Midlane gezeigt hast, weil halt komplett klar war, dass halt die Drachen sau wichtig sind in dem Spiel. Bei einem Mordekaiser dreht sich so viel um diese
großen, mystischen Kreaturen, die wir jetzt Drachen betiteln. Oh, ein älterer League-Fan dort. Auch das ist okay. Muss das eigentlich ein ganz, ganz großer Fan von unserem CCO Daddy. Super netter Dude. Man hat mich auch gefreut, dass er hier war. Nee, aber zurück zum Thema. Die Bot-Kontrolle hätte halt viel stärker sein müssen. Die Botlane war halt wieder die dominante Botlane. Das heißt, Civil Karma hatten keine Probleme, das Matchup durchzuspielen. Aber da kam es halt wieder. Ryze, das war eigentlich war da schon der entscheidende Punkt für das Spiel. Das klingt halt so gemein, wenn man es sagt. Das war bei 6-7 Minuten. Ich habe keine Ahnung mehr, zu welchem Zeitpunkt das genau war. Aber der Punkt, ja, als Ryze Botlane rotiert und halt in 3 Mann, ja, oder 4 Mann sogar, wovon er 3 Mann vorher gesehen hat, reinghostet und reinflasht, Mordecai seinen Kill gibt, seinen Geist abgibt und der Drache dadurch weggeht, das war so der Anfang vom Ende. Das war halt einfach, es war überhaupt nicht notwendig. Du hast eine dominante Botlane gehabt, das war alles ganz okay, wenn du da ein bisschen Jungle Pressure noch hinlegst, dass kein Drache weggeht, dann ist halt alles tippitoppi. Alles super gut für dich. Und das Game geht halt nicht komplett nach hinten los. Aber in dem Punkt, dass man den Drachen bekommt, der Botlane Kills gibt, die Botlane halt reinpushen können, man halt die Midlane Rotations findet, immer und immer wieder Ryze catchen kann. Also auch Ninja einfach vom Positioning her nicht gut gewesen. Da muss man einfach sagen, FlyQuest hat das super gemacht. Die wussten, wo Fehler gemacht werden. Die wussten, wie sie rotieren können, um diese Fehler einfach auszunutzen. Und auch wenn dort Envy nicht gut gespielt hat, war halt einfach FlyQuest in der Lage, gute Aktionen zu bringen. Mit dieser Combo. Und das hat auch nichts mit dem Champion zu tun. Das hat halt nichts damit zu tun, dass sie, keine Ahnung, dass sie halt Götter sind oder so. Sondern sie haben halt einfach ein wunderbares Teamplay gehabt und aus jeder Situation heraus ein schönes Decision-Making gezeigt, dass sie halt wussten, was sie halt machen müssen mit der Team-Comp. Und da hat bei Envy, finde ich, komplett der Plan gefehlt. Die hatten halt nirgendwo Druck, nirgendwo Pressure, haben halt verzweifelt versucht, einen Top-Lane-Rumble, der halt ein bisschen gegankt wurde, irgendwie wieder zurück ins Game zu bringen, mit einer Ryze-Ultimate auf die Top-Lane, mit dem Jungler, der dann sehr, sehr lange Zeit auch Round Top-Lane gespielt hat. Und das, finde ich, war halt ein komplett falscher Fokus. Also das Makro-Gameplay war einfach schlicht und ergreifend von Anfang an nicht gut bei Envy. Und das hat ihn halt dann über die Objectives halt den Kragen gekostet. Na gut, 2-1, wohlverdient für FlyQuest, auch wenn sie ein Game komplett weggestompt wurden. Ist aber okay, ist halt ein Best of Three. Das heißt, je mehr Games man gewinnt, desto statistisch wahrscheinlicher oder desto genauer werden die Statistiken. Das heißt, wenn du ein Best of One hast, dann kannst du halt immer mal so ein Ausfallgame haben, auch mal in einem SKT, Rocks Tigers, früher KT und so weiter. Die können dann auch mal gegen einen, oder wie beschreibe ich es am besten? Du kannst zum Beispiel SKT auch bei uns in die ESL stecken und lass sie da im ESL-Finale 100 Mal kämpfen, wenn die auf die 100 Games bestimmt eins verlieren. Ne, bei dem Best of One kannst du halt Glück haben, dass genau dieses eine Game genau dann ist. So, aber deshalb ist ja auch zum Beispiel Best of Three das Standardformat, das wir momentan haben, weil es halt einfach viel genauer ist von den Statistiken her. Und Best of Five halt meistens im Finale, weil es halt da natürlich auch viel angemessener und viel angeglichener ist, was auch gut so ist. Kurzes Päuschen, danach geht's weiter, denn das Best of Three ist vorbei und das erwartet uns jetzt. Phoenix One gegen Dignitas steht auf dem Plan, also wer eben schon gefeiert hat, was FlyQuest da so veranstaltet hat, der darf Dignitas gleich nicht verpassen. Bis gleich.